Freunde von YouTube noch dazu holen. Hallo YouTube. Final Fantasy 8, noch nie gespielt. Warum ist... Ah, da ist es doch. Ja, voll noch schnell die Sehne. Was heißt gebastelt, ne? Ist umgebaut. Ah, man könnte... Ich wollte eigentlich größer ziehen noch, ne? Aber... Jetzt lassen wir es erstmal noch so. Ich habe im Moment noch nicht die Zeit dazu, das alles größer zu ziehen und schöner zu machen. Dementsprechend lassen wir es einfach so. Einfach Kräftemangel, grüß dich. Sound habt ihr noch keinen. Es ist immer noch, ich habe schon so viel leiser gedreht und es ist immer noch super laut, ne? So, jetzt ist es aus. Was der Nachteil bei der Elgato, der Vorteil bei der Elgato-Karte, die momentan kaputt ist, die Capture-Karte hier in meinem PC, war, dass, habe ich hier eigentlich ein Weiß? Ich habe so einen Blauton, das ist Weiß. War das, oh, jetzt habe ich so Wechsel. Wechsel will ich ja nicht so. Der Vorteil von der Elgato-Karte war, dass ich da instant laute leise machen kann. Ja, ziemlich laut, ich weiß. Sollte jetzt gleich wieder gehen. Bei meiner alten Capture-Karte von Avermedia, die ich jetzt drin habe, kann ich leider nicht leiser und lauter machen. Da muss ich es über die Systemsteuerung machen. Das ist halt immer ein bisschen nervig. Ne? Aber die Final Fantasies haben so an sich, dass das im Intro die Musik super laut ist, weil sie einfach zeigen wollen, wie cool ihre Mucke ist. Ich bereite noch meinen Tee vor, dann geht's los. Zitrone Ingwer habe ich heute. Was ganz Wildes. Was ganz Wildes. So. Alles klar, ich freue mich, ne? Wir haben jetzt, ich habe so viel, ich habe jetzt Final Fantasy 8, schiebe ich schon sehr lange vor mir her, weil ich bei Final Fantasy 8 mir nicht sicher bin, weil das ein bisschen anders sein soll, das ist ein bisschen moderner als die, als 1 bis 7 oder 3 bis 7 und ich bin mal gespannt, ob es mir gefällt oder nicht. Auch, dass die Gegner sollen irgendwie mitleveln, ja, sollen immer auf meinem Level sein, das heißt, ich kann den immer outleveln, das heißt, es geht wesentlich viel mehr um Taktik und um Können. Ja, also mehr, viel mehr um Grinden, wie in den alten Teilen. Dementsprechend bin ich gespannt. Ne? Denen sollte soweit passen. Warum ist das jetzt so klein? Könnte ich ja noch viel größer ziehen. Könnte ich ja massiv größer ziehen. Naja, ich gucke jetzt gleich mal. Ich guck mal, wie es in-game dann wirklich aussieht. Verstehe ich nicht, welchen Sinn haben dann Level. Ja, genau. Nee, ich meine, du wirst ja trotzdem stärker, weil durchs Leveln kriegst du ja wahrscheinlich, schätze ich mal, ich habe es ja nicht gespielt, neue Spells, neue Waffen, neue Slots, die du auch irgendwie ausrüsten kannst und so. Und dann bist du ja im Endeffekt trotzdem stärker, ne? Aber es ist halt nicht so, dass du die Gegner überleveln kannst und einfach irgendwann so stark bist, dass du die mit Auto-Attack niederkloppen kannst. Das heißt, du musst, wenn die Gegner mitleveln, halt einfach mehr auf die taktischen Aspekte des Spiels achten. Ist ja grundsätzlich ganz gut, wenn du aber mal nicht weiter weißt, ist es auch nice, wenn du einfach 2 Stunden grinden kannst und kannst dem einfach die Hucke vollhauen. Ne? So, neues Spiel. Los geht's. Ja. Ah, jetzt ist Fullscreen. So habe ich es nämlich auch eingestellt. Okay, ich bin leise.
Okay. Aber das war bestimmt kein Render-Trailer von 99. Das wäre krass. Weil es ja das Remake auf der Switch, ne? Dementsprechend. Dr. Katowaki. Ah, bist du okay? Mein Stirn. Das ist kein Wunder. Fühlst du dich wohler? Wie ist jetzt mit der Dings hier? Mit der Größe? Ja, passt optimal, ne? Ja, unten ein bisschen größer der Balken, aber ist okay. Fühlst du dich wohler? Scheint alles okay zu sein. Sag mir deinen Namen. Squall. Wir benannten es Final Fantasy, ne? Ich habe einmal den Fehler gemacht und habe die Charaktere umbenannt. Ist kacke, ne? Squall. Auch wenn der Name total bescheuert ist. Und jetzt bitte keine Fanboys, die sich hier aufregen drüber. Ich spiele das erste Mal. Für mich ist der Name Squall kacke. Aber er heißt so von mir aus. Ihr solltet beim Training mehr Acht geben. Das kann mal ins Auge gehen. Squall. Naja, du musst überlegen, ich habe privat, auch ein bisschen im Stream, aber meistens privat, Xenoblade Chronicles 1 gespielt. Und da heißt der Hauptcharakter Shulk. Ja. Einfach wie Hulk, also Hulk, nur mit einem S vorne dran, wie She-Hulk. Einfach Shulk. Auch total Banane der Name, aber ist okay. Sagen Sie das Cypher. Dieser Junge, der hört auf keinen. Lass dich nicht mit ihm ein. Ich kann nicht einfach weglaufen. Wir kommen uns wohl cool vor, was? Aber übernimm dich nicht. Mal überlegen. Dein Ausbilder ist... Quistin Trap, Treep, Treep. Quistin Treep. Ich werde ihr Bescheid sagen. Ach, das ist eine Dame. Quistin. Quistis. Quistis, hier ist jemand, den du abholen kannst. Ja, ja. Die Verletzung ist nicht schlimm, die Narbe wird aber bleiben. Genau, ja. Gut, komm jetzt gleich. Also grafisch schon mal ein Riesenschritt von 7 zu 8, ne? Auch wenn das natürlich das Remake ist, aber das wird ja jetzt nicht so viel anders sein wie früher. Früher war es wahrscheinlich ein bisschen eckiger auf der PS1 und ein bisschen flackeriger, schätze ich mal, ne? Squall, endlich sehen wir uns wieder. Ich habe auch keinen Plan von Kampfsystem, ich habe keinen Plan von Story, ich habe von nix einen Plan. Ist ja richtig hochwertig geremaked. Das ist Quistis, also. Hey, ich wusste doch, dass es einen von euch beiden erwischt hat. Also es war eigentlich nur ein Showcase, was wir gemacht haben anscheinend. Los, gehen wir. Heute findet die praktische Prüfung statt. Ach, das andere war die theoretische Prüfung. Ah, verstehe. Oh, ist das so ein bisschen Persona-mäßig? Oh, ich kann laufen. Sag mal, Squall, gibt es etwas... Hallo? Oh, sie läuft automatisch mit. Rückwärts kann ich nicht mehr gehen. Ha, lol. Ich kann nur in die Richtung laufen. Nicht wirklich. Aha. Oh Gott, ich muss das ausstellen, dass das automatisch läuft. Was ist so komisch? Komisch? Nein, nein, ich freue mich nur. Jetzt kann ich es wieder klicken. Ich weiß jetzt, was mein Lieblingsschüler denkt, deswegen... Ich denke aber nicht so primitiv. Was? Um was geht's? Dann erzähl. Erzähl mir mehr von dir. Das geht dich nichts an. Boah, 3D, Leute. Ich glaube, 8 ist alles ein bisschen futuristischer, ne? Ist ja wieder, ich weiß nicht, Steampunk, ne? Ich denke eher so echtzeitmäßig. Guten Morgen.
Zunächst zum heutigen... Ach, sie ist die Lehrerin, Ausbilderin, stimmt. Quistis war die Ausbilderin. Zunächst zum heutigen Plan. Wie ihr bestimmt schon gehört habt, findet heute die Seed-Prüfung statt. See the Monks ride again. Die Nicht-Teilnehmer müssen heute selbstständig arbeiten. Okay. Ist das eine andere Timeline? Oder wie ist das? Die hängen überhaupt nicht zusammen. Die sind komplett... die spielen natürlich alle so ungefähr in der gleichen Welt und es gibt halt die gleichen Kreaturen, sag ich mal, aber es sind komplett unabhängige Stories. Also ich glaube nicht, dass überhaupt irgendein Final Fantasy zusammenhängt. Weder von den Charakteren, es kommt kein Charakter in irgendeinem anderen vor. Außer es gibt einen, der heißt Cid, C-I-D, das ist so ein alter Professor oder so ein Tüftler manchmal. Der ist so immer der Wissenschaftler und der ist eigentlich immer dabei. Ich glaube, der ist wirklich in jedem bisher dabei gewesen. Die Teilnehmer haben bis heute Mittag Zeit. Ihr müsst ausreichend vorbereitet sein. Um 16 Uhr in der Eingangshalle. Die Gruppen werden dort bekannt gegeben. Alles klar? Alles klar, alles klar. Ach ja, Cypher. Beim Training darfst du niemanden verletzen. Sei bitte vorsichtig. Hat ja richtig gut funktioniert bei mir, bei Squall. Wir sehen uns dann später. Ach, wenn meine Lehrerin da damals so hübsch gewesen. Und Squall, komm bitte her, ich muss dich etwas fragen. Kann ich... Alter, ist ja komisch, dass man... Pause? Muss erst mal gucken, was hier alles... Ah, guck mal, hier sind wir doch. Okay, wir gucken erstmal Item-Menü. Oh, ich hab schon was, ich hab schon 6 Potion. Potions sind Heiltränke, Phönixfedern ist zum Wiederbeleben, Megapille. Kuriert unnatürliche Zustände, okay. Ach, das ist dann so eine Allheilpille sozusagen. Okay. Zauber. Hab noch keine Zauber, oder? Nee. Status. Level 7 bin ich schon, warum auch immer. Ah, bis next level up, Strength. KRP. Körper. Magie. Geschickt, nee. GST? Keine Ahnung. GS ist wahrscheinlich Geschicklichkeit. Kann ich irgendwie... Okay, ach, das sind die Elementar-Defenses. Oh, ich blick noch nicht durch, aber sollte ich ja auch nicht. Karten? Okay, es gibt auch noch keine Karten. So, erstmal kurz Config. Standard merken. Kameraführung. Ah, das lassen wir. Kampftempo lassen wir auch mal. Kampftext. Feldtext. Ja, lassen wir erstmal auf Fast. Bisher geht's ja noch, ne? Oriel. Okay. Später. Erstmal Lucky Lucky machen, ne? Sei nett zu Frau Treep. Alles klar. Du musst noch in die Feuergrotte. Sonst kannst du an der Prüfung nicht teilnehmen. Na, das ist bestimmt so ein Tutorial-Gebiet wegen Kämpfen und so. Ich wollte ja heute früh, nur Cypher kam dazwischen. Gibt es einen triftigen Grund? Nein. Dann gehen wir jetzt zusammen hin. Oh, sie will mit mir in die dunkle... Grotte. Versteht ihr? Wenn du dich noch unsicher fühlst, kannst du dich am Schulrechner vorbereiten. Ich werde am Haupttor warten. Komm bitte, wenn du fertig bist. Dein Schulrechner ist an deinem Platz. So, dann gehen wir mal an den Schulrechner. Hallo? Oh, er kann echt wieder an den Schulrechner. Wie war das nochmal? Keine Lust. Ihr Gerät einschalten natürlich. Sie wurden als Schüler Squall identifiziert. Squall besitzt bisher folgende GF. Girlfriends? Squall hat bisher die folgenden GFs registriert. GF, Quetzalcoatl und Shiva. Girlfriends.
Ja, Quetzalcoatl bleibt so, natürlich. Shiva auch, natürlich. Quetzalcoatl war, glaube ich, Erde oder so, ne? Die erörterten Punkte können Sie auch unter Tutorial nachlesen. Wählen Sie dazu Tutorial im Menü. Dort bekommen Sie die gleichen Infos, die Sie hier vorfinden. Okay, aber hier sieht's schöner aus. Ah ne, ist das gleiche. Kampfsteuerung. Im Kampfmodus wird ein Fenster mit den Charakternamen der aktuellen HP-Werte und der ATB-Leiste angezeigt. Sobald die ATB-Leiste voll ist, kann er jeweils die Charakter zuschlagen. Okay. Ist also wieder so ein halbrundenbasiertes Ding. Kennt man? Ist die ATB-Leiste voll, erscheint ein Befehlsmenü. Hier werden die verfügbaren Befehle aufgelistet, mit den Richtungsknöpfen auswählen und mit A bestätigen. Okay, das kennen wir, ne? Klassiker. Angriff ist klar, ist ein normaler Angriff. Zauber sind halt Zauber wählen. GF sind dann diese Dinger beschwören. Und Items ist halt Items aus dem Menü nehmen. In der Zauberwelt erscheint eine Liste verfügbaren Zauber. Die Anzahl der gelagerten Zauber wird neben dem Namen angegeben. Oh, ich habe eine gewisse Anzahl an Zaubern. Sieht das aus, oder? Ja, das ist neu. Ich habe keinen Mana, ich habe anscheinend einfach eine gewisse Menge an Zaubern. Das kleine Icon K bedeutet, dass dieser Zauber mit einem Parameter gekoppelt wurde. Whatever. Wenn man Item wählt, erscheint eine Liste von verfügbaren Items. Genau wie bei Zauber wählt man hier das Item und das Zielobjekt. Ah, das ist auch klar. Ne? Die Zahl neben dem Item zeigt an, wie viele Items die Truppe insgesamt besitzt. Learning by doing ist mein Motto. Ja, ich will es halt schon verstehen, weil wenn das da, die Kampfsysteme in Final Fantasy sind teilweise recht komplex. Beziehungsweise simpel, aber easy to learn, hard to handle, ne? Also es geht leicht von der Hand, aber um es halt zu meistern, musst du halt wissen, was du machst. Und es ist oft so, dass du dann stundenlang das Gleiche machst und dann erst merkst, oh scheiße, ich muss ja mal die anderen aufleveln, die anderen Zauber. Wenn man GF wählt, aber das geht hier schnell hier. Wenn man eine GF wählt, erscheint eine Liste von verfügbaren GFs. Ja, dann kann ich die berufen. Die Zahl neben dem H zeigt die derzeitige HP des jeweiligen GFs an. Mit Draw kann man Zauber vom Gegner ziehen. Zuerst wird das Zielobjekt, danach der zu ziehende Zauber aus einer Liste ausgewählt. Jetzt kann man ihn lagern oder einen Zauber auf der Stelle anwenden. Alter, ich kann die gar nicht auffüllen, die Zauber. Das ist ja crazy, ich muss mir die immer vom Gegner klauen. Boah, das könnte nervig werden, aber okay. Wenn sich ein Charakter in Gefahr befindet, erscheint neben Angriff manchmal ein Pfeil. Wenn man dabei den Rechtsknopf gedrückt hält, erscheint ein weiterer Befehl, zum Beispiel Multi. Aha. Dieser Befehl nennt sich Spezialtechnik und unterscheidet sich von Charakter zu Charakter. Okay. L bei der Zielauswahl drücken, um das Ziel aus einem Hilfsfenster auszuwählen. Ah, okay. ZL, ZR gedrückt halten, um während eines Kampfes die Flucht zu ergreifen. Oh, ich werde so oft aus Versehen ZL drücken, wenn ich L drücken will. Es gibt allerdings auch Gegner wie zum Beispiel Bosse, vor denen man nicht fliehen kann. Sollte man einem Gegner Schaden zugefügt. Sobald man einem Gegner Schaden zugefügt hat, erhält man Erfahrungspunkte, auch wenn man danach flüchtet. Noch geht's. Im Kampfsystem. Was passiert beim Koppeln? Durch das Koppeln von GFs, also GFs sind diese Riesenviecher, die man beschwört, ne? Durch das Koppeln von GFs können die eigenen Statuswerte verbessert und Abilities eingesetzt werden. Das bedeutet aber umgekehrt, dass ohne Kopplungen die Statuswerte nicht ausreichend steigen oder Abilities nicht verfügbar sind. Habe ich nicht verstanden. Deshalb wollen wir zuerst ein GF koppeln. Hier wurden noch keine GFs gekoppelt. Ah, richtig. Außer koppeln stehen keine Befehle zur Verfügung. Sie erscheinen in grau. Koppeln lösen optimal. Ach, da kann ich es optimal einfach automatisch einstellen wahrscheinlich. Wenn man jetzt koppeln wählt, erscheint der Befehl GF und Zauber. Da noch kein GF gekoppelt wurde, bleibt Zauber noch grau. Jetzt wird ein GF gekoppelt. Wenn man GF anklickt, erscheint eine Liste der verfügbaren GFs. Y zeigt eine Liste der Abilities,
die dieser GF bereits beherrscht. Okay, ich muss meine Beschwörungen trainieren, sozusagen. Okay. Das ist neu. Das hört sich wirklich jetzt komplex an. Du koppeln GFs wählen. AP-Kopplung und Körperkopplung sind bereits erlernt worden. Aber das andere lerne ich noch. Einmal Pfeil durch heißt schon erlernt, das andere heißt, muss ich noch erlernen. Sind bereits erlernt worden. Okay. Jetzt wird ein GF ausgewählt. Ja. Wenn man die GF Quetzalcoatl wählt, werden anhand der Abilities HPK und KörperK die HP und Körperwerte im unteren Fenster in weiß angezeigt. Weil er das schon gelernt hat, oder was? Jetzt können Zauber mit HP und Körper gekoppelt werden. Da jetzt keine Zauber verfügbar sind, werden vorerst keine Zauber gekoppelt. Dafür setzen wir Abilities ein. Ein Charakter kann bis zu 3 Befehls-Abilities und 2 Charakter- oder Truppen-Abilities, die nicht im Kampfmenü erscheinen. Also insgesamt 5 Abilities koppeln. Die Nicht-Befehls-Abilities, also die unten, können maximal an 4 Stellen eingesetzt werden. Die nicht... Oben sind doch Befehls-Abilities, Command. Naja, egal. Das bedeutet, dass man maximal bis zu 7 Abilities einsetzen kann. Verstehe ich nicht. Achso, hier 5 und 2 in meinem Hauptmenü. Wir wollen jetzt eine Ability einsetzen. Zuerst wird eine freie Stelle gewählt. Oben werden die Befehls-Abilities eingesetzt, die direkt im Kampf benutzt werden. Unten werden die Charakter- und Truppen-Abilities eingesetzt, ja. Wenn der Cursor oben ist, werden automatisch die Befehls-Abilities... Wenn er hingegen unten ist, die Charakter- und Truppen-Abilities aufgelistet. Ja, okay. Es ist auf jeden Fall sehr schön erklärt. Das war bestimmt beim alten nicht so. Damit man Zauber ziehen kann, sollte zunächst die Draw-Ability eingesetzt werden. Wir wählen oben eine freie Stelle aus. Der Cursor springt auf die Liste der Befehls-Abilities. Wir wählen Draw aus einer Liste und setzen es ein. Jetzt kann der Befehl Draw im Kampf eingesetzt werden. Ach, okay. Das sind einfach die Auswahlmöglichkeiten. Das heißt, Angriff ist immer da. Wir wollen jetzt auch noch eine Befehls-Ability GF und Item einsetzen. Okay, dass ich beschwören kann und Item. Jetzt kann Quistis kann aber momentan nicht zaubern, richtig? So, das wäre ebenfalls erledigt. Jetzt zu den Abilities, die nicht als Befehle erscheinen. Der Cursor wird nach unten bewegt. Ah, das sind Passives. Okay. Jetzt werden die Charakter-Abilities angezeigt. Wir wählen die Ability Magie plus 20%. Eine freie Stelle wird ausgewählt. Jetzt wird die Magie ausgewählt. Wird sie eingesetzt und ist nun verfügbar. Die Abilities sind jetzt wirksam. Das sind passiv. Okay, ich verstehe. Soviel zum Thema GF-Kopplung. Über Karten. Okay, das ist so ein Minigame wahrscheinlich. Ja, das ist ein Minigame. Okay, da kümmern wir uns drum, wenn wir das erste Mal das Minigame bekommen. Die Icons. Ah ja, okay. Hitze, Kälte, Donner, Erde, Gift, Wind, Wasser. Oh, Wasser und Hitze sind recht ähnlich, ne? Holy. Tod, Gift. Oh, wie will sich das denn merken? Stein, Blind, Schweigen, Tobsucht. Zombie, es gibt wieder alles. Schlaf, Gemach, Stopp, Fluch, Konfus, Saugen. Okay, ah, da wird's erklärt, das ist nice. AP, Stärke für Strength, Körper. Was sogar wirklich verdeutscht, ne? GST ist Geist. Geschick, Reflex, Glück, Treffer, Elementarangriff. Okay, das kannst du dir wieder nicht merken. Elementarabwehr, Zustandsangriff, Zustandsabwehr. Kopplungsability, Befehlsability, Charakterability. Ach, dann ist das zweite von oben ist doch nicht, dass das noch gelernt werden kann, sondern das sind die Befehlsabilities. Charakterability, Truppenability, GFability, Menüability. Whatever. Hilfe? Ah ja, okay. Gut. Wissenswertes, The Basics. Nützliche Informationen zum Thema Zaubern GF finden Sie im Tutorial.
Guardian Forces heißt das. Oh, jetzt sind wir schlauer. Anonyme Energiekörper. Durch die Kombination mit Zaubern werden große Energiemengen freigesetzt. Als Nebenwirkung wird die retrograde Amnesie aufgeführt. Allerdings gibt es bisher dafür noch keine Beweise. Über Zauber. Künstliche Zauber. Allgemeiner Begriff für Zauber. Diese Technik der Energieübertragung wurde von dem Zauberexperten Professor Odün entwickelt. Durch entsprechendes Training ist es möglich, Zaubertechniken zu erlernen. Der künstliche Zauber übertrifft jedoch im Normalfall nur selten die Wirkung von einer konventionellen Waffe. Über Hexen und Magie. Hexen und Magie. Hexen besitzen übernatürliche Kräfte, genannt die Magie. Kühne gilt als die Vorfahren aller Hexen. Okay. Über den Garten? Ja, ihr könnt mir mal am Arsch lecken. Das ist nicht die Schul... wie heißt das? Die Schulordnung oder was? Lol. Nee. Puh. Das reicht. Noch einmal. Nein, das reicht. Okay. Oh, sie ist weg. Habe ich eigentlich sowas wie eine Map jetzt oder sowas? Nee, ich habe nur Pause. Gibt's sonst noch was? Na, hier komme ich nur in Home-Dings zurück. Komme ich hier rein? Und der Knopf macht. Kann ich rennen? Nee, ich kann nur langsam laufen, kann ich. So. Ich will nicht lügen, ich habe eigentlich ein Pokémon in Hübsch erwartet, aber das Sims ist... Nein, das ist kein Pokémon in Hübsch. Das hat nichts... Also Pokémon ist ja wirklich nur, du hast eine World Map und läufst von Punkt zu Punkt und kämpfst gegen Gegner. Nee, hat damit gar nichts zu tun. Das ist ein richtiges, vollwertiges, 50-stündiges Action... nicht Action, JRPG. Ups, bist du okay? Entschuldigung. Immer noch Schleim. Ach, geht schon. Aber das hört sich jetzt schlimmer an, als es ist, ja. Also so schlimm wird das Kampfsystem nicht sein. Sorry, ich hatte es eilig. Hey, gehörst du zu der Klasse dort? Sag mal, ist die erste Stunde schon vorbei? Ah, Mist. Der Garten hier ist... Der Garten. Warum sagen die da nicht Garten? Der Garten hier ist viel größer als der, bei dem ich zuletzt war. Obwohl, vielleicht heißt das nicht... Also Campus, ne? Übersetzt wahrscheinlich für Garten. Hey, sag. Ich komme gerade von einem anderen Garten. Kannst du mich mal kurz rumführen? Na gut. Gehen wir. Wir gehen am besten runter in die Eingangshalle und sehen uns den Wegweiser an. Okay. Hey, warte mal, willst du sie haben? Diese Karte habe ich von meinem Bruder, aber ich kann damit nichts anfangen. Hier, nimm. Hm. Wie man mit den Karten spielt? Keine Ahnung. Öffne doch das Menü. Ja, mache ich irgendwann. Vielleicht. Wie bei Quint auch, ne? 7 Karten erhalten. Ja, nice. Dankeschön. Da ist der Wegweiser. Oh, da ist auch ein Speicherpunkt schon. Ich hab's gesehen. Squall, das ist... Ach, super. Das ist nicht Squall. Ah, okay, da ist... Die chilligste Musik, die es gibt. Ja, das stimmt. Die ist schon sehr chillig. Das ist der Wegweiser im Erdgeschoss. Der Balamp Garden ist groß. Schau lieber auf der Tafel und gib hier ein Ziel ein. Frage. Wie benutzt man die... Ah, mit den Richtungsknöpfen und A das Ziel bestimmen. Als nächstes erkläre ich dir die einzelnen Baukomplexe. Du wirst ja erschlagen am Anfang. Im Norden sind die Quartiere. Fast alle Schüler wohnen in diesen Quartieren. Nur die wenigsten pendeln von außerhalb. Ja, ich habe auch ein Quartier gemietet. Hier kannst du dich umziehen und ausruhen. Im Westen des Nordflügels ist die Mensa. Das Hotdog ist sehr beliebt. Wenn du eins willst, musst du anstehen.
Abverstanden. Im Osten des Nordflügels ist der Parkplatz. Wenn eine Mission ansteht, fahren wir meistens von hier aus mit dem Gartenauto. Alter, ist das so ein bisschen missionstechnisch aufgebaut? Also, dass ich irgendwie in so, wie bei Charles Xavier in so einer Superheldenschule bin oder was? Sagenhafte deutsche Übersetzung hat das Spiel. Bisher ist er ganz gut. Wenn eine Mission ansteht, fahren wir, okay. Im Süden steht nur das Haupttor. Richtig, Quisty Streep, meine Ausbilderin, wartet ja am Haupttor. Ja, das stimmt, habe ich schon wieder vergessen. Was ist los? Nichts. Das ist der A-Flügel. Hier ist gleich der Schulhof. Da wird gerade etwas vorbereitet. Ja, ich weiß, ich weiß. Das Schulfest, ich komme im Komitee, ich mache im Komitee mit. Wenn du magst, können wir es gemeinsam machen. Weiter im Text. Im Westen ist das Lazarett bzw. die Krankenstation. Normal gehst du dahin, wenn du verletzt bist, aber es gibt Leute, die dort einfach nur rumhängen. Wie heißt denn der Arzt? Frau Dr. Kadowaki. Habe ich schon das Vergnügen gehabt, ne? Im Osten schließlich ist die Übungshalle. Die einzige Einrichtung, die du auch nachts besuchen kannst. Das heißt zwar Übung, die Monster dort drin sind jedoch echt. Wenn du nicht aufpasst, kannst du sogar ums Leben kommen. Kann man dort grinden? So ein Kau-Level-mäßig? Boah, ich werde 8 geben. Südlich des B-Flügels ist die Bücherei. Hier kannst du dir Bücher ausleihen, aber meistens ist es einfacher, im Schulrechner nachzusehen. Du weißt, dass im zweiten Stock die Klassenzimmer sind? Ja, ich weiß. Im dritten Stock ist das Direktorat. Du brauchst aber eine Genehmigung. Wie heißt der Direktor? Direktor Sid, da ist er. Der Klassiker. Okay, dieses Mal ist Sid ein Direktor, alles okay. Dass er so schnell auftaucht, hätte ich jetzt nicht gedacht. Alles klar, das wäre alles. Hab verstanden. Hey, hör mal. Das mit dem Grind im Spiel, das ist nachher... Ja, das habe ich schon gehört. Das habe ich schon gehört, Kate Dice. Dass das Grind nicht wirklich was bringt. Du natürlich von den Skills wahrscheinlich ein bisschen stärker bist, aber die Monster halt mitleveln, ne? Du nimmst doch heute an der Siegprüfung teil. Ja. Dann sehen wir uns vielleicht nachher. Die Theorie habe ich in meinem alten Garten gemacht. Ich nehme heute auch an der Siegprüfung teil. Ich wünsche euch beiden Glück. Und danke, danke. Damit Steckplatz? Das denn? Warum bin ich eigentlich schon Level 7? So, was seid ihr für Bunnies hier? Ach, Squall. Die Treep hat am Haupttor auf dich gewartet. Hä? Wo das Haupttor ist? Hör auf, Blödsinn zu fragen. Es gibt hier doch nur ein Haupttor im Süden. Ja, Mem, damals. Ja, okay, aber ich meine, das ist ja das Switch-Remake. Ja, ich weiß. Pass auf. Das hier. Schön noch mit den schwarzen CDs, ne? Habe ich mir gekauft und dann habe ich gedacht, okay, kauf dir doch noch das Switch-Game. Aber das habe ich für 5 Euro oder so bekommen. Ne? Habe ich für 5 Euro bekommen und ich habe hier unten eine PlayStation 2 angeschlossen an meinen Rechner. Und ich wollte, als ich das, den angeschlossen habe, habe ich ein Spiel gebraucht, um zu wissen, weil ich keins hier hatte. Ich hatte eine PS2, aber ich wollte wissen, ob PS1-Spiele auch drauf laufen. Ja? Und ja, sie tun es. Und PS1 hatte ich nie und dementsprechend, ne, hatte ich keins da. PS2 habe ich ein paar Spiele da, aber PS1 nicht. Und dann habe ich gedacht, okay, dann holst du dir Final Fantasy 8, das willst du ja eh spielen. Gab es für 5 Euro bei eBay, in gutem Zustand. Stand zumindest dabei, ist auch guter Zustand. Und dann habe ich das mal eingelegt, um zu testen, ob das funktioniert, ne? Und dann habe ich gesehen, oh, es gibt ja auch ein Remake für die Switch. Und dann nimmst du natürlich das Neuwertigere, ne? Ich habe schon für die Vita, brauche keine Remakes. Ja, für die Vita ist auch nice. Aber das Vita würde mir nichts bringen, weil das ist ja eine Handheld und... Die kann ich, außer mein 3DS, der eine Capture-Karte drin hat, ne, und mit Kabel verbunden ist, mit meinem PC, kann ich halt Handheld nicht spielen auf dem PC. Ist halt nervig. Im Gegensatz zur ersten PS3-Generation haben die es mit der Abwärtskompatibilität nicht verbockt. Ja, richtig, das stimmt. Das ist halt nice, ne?
Ja, das ist halt echt nice. Deswegen habe ich auch die 2 ja noch hier stehen. Und die 3er steht auch. Da unten steht 2, 3. Die 4er ist jetzt bei mir im Schlafzimmer. Und hier stehen die 5. Ja, also PlayStation kann ich alles zocken. Außer irgendwelche Japan-Titel oder sowas. So. Hast du etwa vergessen, wie man den Wegweiser bedient? Nein, ich weiß es. Ich soll hier runtergehen. Wir gehen jetzt erstmal der Hauptstory nach, ne? Darf ich ja nicht raus? Doch. Es sieht schön aus. Das muss man ja mal sagen. Es sieht schön aus. Was ist das? Das ist ein Bug? Drawpunkt entdeckt, aber niemand kann ziehen. Okay, whatever. Ja, da ist sie. Hi. Ich muss dir einiges erklären, bevor wir losgehen. Wir sind stark, weil wir die Hilfe der GFs in Anspruch nehmen. Wenn eine GF stark wird, werden wir ebenfalls stärker. Dazu müssen wir die GFs koppeln. Das habe ich mir gerade schon alles durchgelesen. Oh, nein. Warum sagt ihr mir denn, ich soll an meinen Tisch gehen, wenn ich es jetzt mir nochmal anhören muss? Ah, okay. Alles klar soweit? Du kannst es jederzeit im Menü unter Tutorial nachlesen. Wenn wir an der Feuergrotte sind, erkläre ich dir das Koppeln von Zauber. Du solltest bis dahin Zauber mit Draw gezogen und gelagert haben. Zauber kannst du von Monstern ziehen. Da bin ich mal gespannt, ob das nicht nervig ist mit der Zeit. Können wir jetzt los? Um zur Feuergrotte zu gelangen, müssen wir Richtung Osten. So, wartet mal. Jetzt muss ich erstmal koppeln. Koppeln. Dezent. Okay. Nein, ich will es bei mir machen. Koppeln. Hier. Koppeln. GF. Okay. Quetzalcoatl kann momentan... wie sehe ich das? Ah, hier. Magie K. Das heißt, bei Magie kann ich dann was reinbasteln, ne? Und dann habe ich noch Zauber GF Drawn Item. Okay. Und hier habe ich Gegenstands K. Was der Unterschied ist, weiß ich noch nicht. Auch noch nichts sagen. Ich krieg's raus. Ich nehme jetzt mal Quetzalcoatl. Ne? Ah, ich kann Magie Shiva auch binden. Aber kann ich das dann bei ihr auch binden noch? Ah, weil die schon gebindet sind. Ne, lösen muss ich dann machen, ne? Ne, aber nicht alles. Das heißt, ich muss Koppel machen, GF. Muss Shiva wieder wegnehmen. Und das kann ich jetzt ihr geben. Koppeln. GF, Shiva. So, hat jeder eins. Sauber. Ich hab noch keine Zauber. Okay. Abilities. Hier gibt's noch nichts. Angriff. Okay. Das heißt, wir machen auf jeden Fall Draw mit rein. Das scheint ja wichtig zu sein. Benutzt Zauber. Ich habe ja noch keine Zauber, ne? Oder? Habe ich schon Zauber? War ich mit Sparkassenkunde? Achso, wegen Allianz. Ja, wir haben ja beide noch keine Zauber. Das heißt, im Endeffekt ist Zauber ja unnötig. Das heißt, ich mache Abilities, GF und Items. Und hier unten kann ich eh noch nichts machen. Sieht auch noch nichts. Okay. Okay, ihr gebe ich auch Draw.
Hier gebe ich einfach mal Zauber. Ich weiß ja nicht, was es hilft. Was es bringt. So. GF. Wetzerkottel. Lernt gerade. GF Magie plus 10. Ah, okay, alles klar. Und die lernen automatisch, wenn sie gebindet sind, schätze ich mal, ne? Derzeitige Experience 1 bis zum Level Up. Und der ist bei Squall K für Equipped wahrscheinlich. Quipped für Quipped. Ne? Und Shiva ist bei ihr. Und sie lernt auch GF Magie plus 10%. Lernen. Ah, kann man das neu aussuchen? Ah, das ist ja geil. Das hier ist komplett. So. Habe auch gerade fleißig mit. Ja, glaube ich, ne? Schön zurückgelehnt, Bierchen in der Hand wahrscheinlich. HP-Kopplung möglich. Das heißt, ich kann auf meinen HP-Slot kann ich was koppeln. Ne? Wenn ich also dann einen GF habe, der eine HP-Kopplung hat, kann ich den auf HP koppeln. Weil es möglich ist. So verstehe ich das. Aber mal gucken. Körperkopplung möglich. Magiekopplung möglich. Ja, das habe ich ja gemacht gerade, genau. Ach nein, dann kann ich Quetzerkottel kann ich auf HP koppeln. Ah, verstehe. HP der Gäste sind 10% erhöht. Ja, wir machen mal Magie. Oder Magic 20. Was ist Karte? Karte wird verfügbar. Auch nice. Ich lasse es jetzt einfach mal so. Ist ja jetzt kein Drama. Okay, wir müssen nach Osten. Wo auch immer Osten ist. Hm, was vergessen? Gut, ich werde so lange hier warten. Nee, es ist gut. Wir können los, ja. Wenn das... Dann ist das hier anscheinend Richtung Osten. Ach so, hier. Oh, nice. Haben wir eine World Map? Okay, hier kann ich drehen. Wir müssen nach Osten. Ist das Wald? Das ist Wald. Okay. All dies erklären. Wenn du gerade mal erklären haben willst, ja, sage ich Bescheid. Alles gut. Quist ist Squall. Mit R löst du den... Drücke, wenn du Gegner triffst. Auch bei Multi R nicht vergessen. Was ist R? Mach einfach mal Angriff. Auf den Dicken. Oh, ich sollte mal drawen, ne? Oh, ich sehe es noch gar nicht. Lagern, natürlich. 8 Feuer erhalten. Okay, 8-mal Feuerzauber. Crazy. Ah, und jetzt weiß ich... Ah, jetzt weiß ich dann, was... Dass wir 6 Blitz erhalten. Okay. Ja, ich lasse mich ein bisschen vermöbeln. Nochmal einen Angriff. Halten. Okay. Das heißt, das muss man immer machen und der merkt sich das dann wahrscheinlich beim Gegnertyp. Man kann bei den Gegnertypen halt immer das Gleiche looten. Ne? Und wenn das mit den Zaubern gefällt, weiß ich nicht, weil das fördert sehr den Grind-Aspekt. Obwohl man hier gar nicht grinden muss eigentlich, wenn die Gegner mitleveln, ne? Er die gleichen haben, ne? Er hat Feuer und Analyse. Analyse ist geil. Dann lagern wir noch ein bisschen Analyse. 5-mal Analyse. Okay. Wir beschwören gleich mal so einen Typen. Ich will das einfach mal sehen. Ah, sie hat Blitz. Ich mache einfach mal, um es zu sehen.
Am Quetzalcoatl braucht halt auch eine Zeit, bis er dann kommt. Also die Beschwörungen brauchen eine Zeit, bis sie dann auftauchen. Okay. Erhalten Erfahrung derzeitige XP Next Level. Okay. Und behältst du dann auch Outfight oder verschwinden sie? Ich denke, die behalte ich. Weil sie hat ja gesagt, ich soll ein paar sammeln, bis wir bei der Höhle ankommen. Ja. Das ist halt der Sinn. Also normalerweise hat man halt Mana und die Spells kosten Mana, so wie man das kennt. Und hier haben sie anscheinend mal gedacht, wir probieren was Neues. Du musst die drawn im Kampf, um sie dann zu haben. Emilien Müller. Nur zwei Seiten im Verlauf des Spiels. Entweder du hast die Zauberkopplungssystem wie die Pest oder du liebst es. Bin mal gespannt, ich kann es noch nicht einschätzen. Aber herzlich willkommen im Stream. Ein Stein mit leichter Zauberkraft, was auch immer. Zaubersplitter. Wisst es lernt Hypervibra. Spinnennetz erhalten. Gäf haben 4 AP erhalten. Okay. Whatever. Gleich mal gucken. Na, guck, sie hat jetzt. Ja, und er hat Feueranalyse und Vita. Was haben wir jetzt bekommen? Spinnennetz und Zaubersplitter. Hypervibra. Ja, das nehmen wir doch gleich mal, oder? Wisst ihr, es hat Hypervibra gelernt, was auch immer Hypervibra ist. Aber es kann passieren, dass die Seiten sich ändern. Ja, das kann sein, ja. Dass man es am Anfang hasst und mit der Zeit richtig geil, ne? Den Kinky. Was ist das denn? Ist das ein Zauber? Habe ich eigentlich Ausrüstung oder sowas? Ach, alle Kopplungen werden ausgetauscht. Ja gut, im Moment ist es ja noch egal, ne? Ach, das ist ein Limit Break. Okay, alles klar. Okay. Ja, warum bin ich eigentlich... Nach Osten hieß es, ne? Hier ist die Höhle. Ja, warte mal. Dann will ich aber noch ein, zwei Mal kämpfen. Noch ein paar Zauberbunkern. Nein, ich habe bisher noch nichts gespielt. Ich habe chronologisch angefangen. Ich habe 3, 4, 5, 6, 7 gespielt. Und 14 habe ich natürlich viel gespielt. Was in Richtung Heilerin spielen wird, aber ich denke, das kann man auch irgendwie komplett frei entscheiden, ne? Du kannst das hier halt endlos machen, ne? Also ich könnte ja, ich weiß gar nicht, wie viel, ich muss mal gucken, wie viel Vita heilt. Wenn ich hier eben dauerhaft Vita abziehen kann. Beide heilen? Ne, das geht nicht, ne? So, 112. Da kann ich das ja endlos machen hier. Ja, ist geil, ne? Kostet das halt nichts, ne? Also außer eben einen Zauber. Aber mich kostet das keine Mana oder sowas. Das ist halt nice. Das heißt, ich kann, wenn ich gut auf Death gehe zum Beispiel, kannst du auch super geile Rotations reinbauen, ne?
Oh, man kriegt halt auch nicht endlos vielleicht. Jetzt habe ich nur 2 bekommen. Mal gucken. Ah doch, ist random. Dann kann ich das echt endlos machen hier. Ist ja krass. Weiß noch, wie ich meine Gang auf der Vita damals gemaxt habe. Gute Zeiten. Was macht. Also ich finde es bisher eigentlich ganz cool. Aber ich kann das noch nicht einschätzen. Das ist mein zweiter Random Encounter hier, ne? Das einzige Final Fantasy, bei dem das so ist, oder? Oder gibt es später noch welche? Wo vom System her so ist. Hab's aber auch schon auf der PS1 gezockt. Weil es 3 Käse hoch war, das ganze System etwas heavy. Das glaube ich. Das ist jetzt schon. Ich weiß jetzt noch nicht genau, ne, wie es funktioniert, aber kommt noch. Hat sich nicht durchgesetzt. Ja, ist halt auch komisch, ne? Ist halt was anderes. Okay, das heißt, grinden bringt mir zum Leveln eigentlich nichts. Obwohl doch, weil die GFs ja dann auch leveln, ne? Also meine GFs leveln, ich level, ich werde stärker dadurch, die Gegner werden auch stärker. Aber dadurch, dass ich stärkere, also bringt das Grinden doch was, weil meine, weil mein No, but actually yes. Ja, so sieht's aus. Weil eben meine Stats pro Level nicht nur meine Stats hochgehen, sondern grundsätzlich auch die der GFs, ne? So, jetzt zum Koppeln von Zaubern. Hör gut zu. Es geht darum, darfst halt nicht nur grinden. Sondern halt auch ziehen und Sachen einsetzen oder was. Ja, ich habe noch nicht verstanden, wie die leveln, ne? Also die haben jetzt einfach, also die GFs haben jetzt auch Erfahrungspunkte bekommen oder so. Naja, ich werde es noch rausfinden. Es geht darum, wie man Zauber, die man gezogen hat, richtig anwendet. Ach, und ich kann die jetzt noch koppeln. Hier einige Erklärungen zum Koppeln von Zaubern. Wenn man Zauber koppelt, können Statuswerte des Charakters verbessert werden. Aha, okay. Wenn eine GF gekoppelt ist, das habe ich schon gemacht, werden all die Werte in Weiß angezeigt, die durch GF-Abilities verfügbar sind. Ah, okay. Ich denke, ich weiß, was kommt. Wenn wir jetzt Koppeln auswählen. Zack. Und dann Zauber. Kann jetzt unter Zauber vorgenommen werden. Wir wählen Zauber. Wobei eine Liste der verfügbaren Zauber erscheint. Wo? Ach da, Eis, Blitz, Vita und so weiter. Mit dem Cursor wählt man unten den gewünschten Statuswert. Zum Beispiel Stärke. Der Cursor springt auf die Liste der Zauber. Wenn ein Zauber ausgewählt wird, kann man sehen, wie sich der Statuswert verändert. Wenn man die Auswahl bestätigt, wird der Zauber an Stärke gekoppelt und der neue Statuswert eingesetzt. Zu jedem Statuswert kann ein Zauber gekoppelt werden. Je mehr Platz vorhanden ist, desto mehr Zauber können gekoppelt werden. Aber hat dann die Menge der Zauber, die ich habe, was damit zu tun? Also die Menge an Feuerzauber, die ich habe? Oder ist jetzt nur zum Beispiel Feuer und dann ist der nächststärkere Feuerzauber macht meine Strength nochmal höher? Also, oder ist es jetzt, wenn ich Feuer 10 habe, macht es 18 und wenn ich Feuer 20 habe, dann macht es 28? Ja, wenn ich frage ja gerade. Alles gut, darfst du ruhig machen. Das sehe ich ja dann spätestens. Aber die Menge der Zauber auch. Das heißt, wenn ich im Kampf Zauber einsetze,
wird während des Kampfs mit meine Nahkampf-Attack zum Beispiel schlechter. Ist das richtig? Das heißt, wenn ich viel Feuer zauber, wenn ich jetzt Feuer gekoppelt habe und Feuerzauber mache, dann werde ich schwächer. Also nicht der Feuerzauber selbst, sondern ich werde schwächer. Das heißt, man muss immer gucken, dass man alles voll hat. Okay. Zu jedem Statuswert kann ein Zauber gekoppelt werden. Je mehr Platz vorhanden ist, desto mehr Zauber können gekoppelt werden. Wenn du einen neuen Zauber gezogen hast, solltest du ihn erst einmal koppeln und schauen, was passiert. Oh, das muss ich sagen, weiß noch nicht, wie ich das finden soll, weil man dann nicht gerne zaubert. Ne? Also dann wird es meistens so sein, du magst alles und haust dann Mili drauf. Schätze ich mal. Aber ich lasse mich überraschen. So, lass uns jetzt gehen. Deine Gunblade. Was ist damit? Du solltest dich nochmal vergewissern. Im Statusmenü werden die Statuswerte des Charakters angezeigt. Im ersten Fenster werden Basiswerte wie HP und Stärke. Im zweiten Fenster die Werte bezüglich Elemente und Zustände. Im dritten Fenster die Werte in Bezug auf die GFs. Im vierten Fenster die Spezialtechniken angezeigt. Gunblade auf Automatik. Multitechnik-Balken. Okay, keine Ahnung. Hier werden Einstellungen an der Gunblade von Squall vorgenommen. Eingestellt werden können die Automatikfunktionen an der Gunblade und die Anzeige des Multibalkens. Wenn man die Gunblade-Automatik auf einstellt, ja, braucht man nicht jedes Mal R drücken. Zu drücken, um den Gegner. Das habe ich noch nicht verstanden. Auch die Treffer. Aber die Trefferquote beträgt nicht 100%. Deshalb sollte man diese Funktion lieber auslassen. Auf Ausstellen und R per Hand eingeben. Wann drücke ich R? Habe ich nicht verstanden. Wenn man die Anzeige des Multibalkens. Oh, okay, das macht doch kein Mensch, oder? Sieht man das, wenn man drücken muss? Wann man drücken muss? Ja, dann stelle ich es doch auf ein, oder? Weil dann macht das automatisch, aber es trifft halt nicht immer. Nee, sieht man nicht. Okay. Wird der Balken im Kampfmodus nicht mehr angezeigt. Diese Anzeige wird automatisch auf ausgestellt. In der Gunblade Automatik aktiviert ist. Also stellt man Gunblade auf Automatik, oder? Die Gun in der Blade muss halt... Also verstehe ich. Aber wenn ich es nicht manuell machen will, dann stelle ich es auf Automatik und gut ist. Dann macht er das ab und zu automatisch. Und ansonsten hat er sich halt verdrückt, der dumme Computer, ne? Soviel zur Spezialtechnik von Squall. Na dann, ab die Post. Okay. Wo finde ich die? Der GF? Nee. So, jetzt gucken wir erst nochmal. Jetzt muss ich erst mal nochmal hier, ne? Koppeln. Zauber. Hier passiert gar nichts. Ach, weil ich noch zu wenig habe, ne? Bahatus. Ja, ich guck gleich, Okay. Ja, dann. Einen anderen Wechselwert, je nach Start. Okay. Das heißt, es liegt auch in Kombination Stat zu mit Zauber. Verstehe. Auf HP mehr als auf Strength. Ja gut, das muss man halt einfach einmal durchlesen. Das kriegt man ja mit der Zeit raus, ne?
Kann man die Kampfgeschwindigkeit irgendwie noch ein bisschen hochdrehen? Die war schon auf 100%, oder? Keine Gewehr für diese spezifische Kombination. Ja, ich weiß, was du meinst. War nur ein Beispiel halt, ne? Siehst du, ich bin schon voll im Grind drin. Aber hat's auch einen Nachteil, wenn ich viel grinde? Nee, ne? Also, nicht grind, 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 töten, 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 bringt nichts, sondern ziehen, ziehen, ziehen. Das ist das Wichtigste, ne? Gehen aber dann halt nicht schwerer, nur taktisch anspruchsvoller. Ja, das finde ich eigentlich ganz cool, ne? Weil, also ich finde es auf der einen Seite gut, habe ich ja am Anfang schon gesagt. Ich finde es auf der einen Seite gut, weil man halt die Taktiken lernen muss, der Gegner, ne? So ein bisschen Souls-like. Souls-like ist übertrieben, aber du musst halt die Taktiken spielen. Du kannst nicht sagen, oh, der Gegner ist mir zu schwer. Ich level mal 20 Level und dann haue ich den einfach One-Shot um, ne? Reicht erstmal. Aber die Zauber werden im Umkehrschluss nicht stärker oder schwächer, dementsprechend mit welchem Stat ich das verbinde. Ne? Das ist komplett unabhängig voneinander. Wer hat denn eigentlich diese Idee gehabt? Wir haben doch die Zauber schon, dann nehmen wir doch einfach die. Wir nehmen immer wie im 7er irgendwelche, Diamanten oder was, die man da einsetzt. Sondern wir nehmen die Zauber, die haben wir doch eh. Gibt doch eine geile Korrelation. Außer wenn du sie mit dem Magiestat gekoppelt hast. Koppelst halt. Achso, okay. Weil der Magiestat dann allgemein macht, dass Zauber stärker werden. Okay, ja. Aber das hat ja nichts mit dem Zauber direkt zu tun dann. Das ist ja dann auf Zauber allgemein gelegt. Oder ist nur der Zauber, den ich mit dem Magiestat verstärke, stärker? Nee, ne? Der Magiestat verstärkt dann einfach den Zauberschaden. Ja, verstehe. Alles klar. Nein, keine Items. Ja, doch, Items. Nee, kann ich Zauber so wählen? Oh ja, kann ich auch. Nochmal so eine Fliege finden für Feuer. Ach lol. Endlich ein Stream, in dem ich nochmal klugscheißen kann. War nicht mehr so, seit ich die vielen Isaac-Streams bei fertigen Streamern geschaut habe. Bei mir kannst du bei Isaac auch nicht mehr klugscheißen. Natürlich nur auf Anfang. Nee, alles gut, so ist ja in Ordnung. Das sind ja auch, das ist immer bei mir so, also wenn es jetzt nicht um storytechnische Sachen geht, sondern um Gameplay-Mechaniken, da kann man mir gerne was sagen, weil ganz ehrlich, so gerade so Hidden-Sachen, die findet man halt nie raus oder nur durch Glück oder durch viel Lesen im Internet, ne? Auch wenn der Kotler jetzt ein Level up, was bedeutet das? Ah, Status wollte ich noch gucken, ne? Was wollte ich da vorher noch gucken? Ah, hier, das wollte ich machen, ne? Ein Gunblade hier. Hat sie auch was? Ah, sie hat nur das Special.
Angriff auf einen Gegner. Hyper Vibra, okay. Ja. So, die sind jetzt Level 2. Bedeutet. Ah, nichts Besonderes. Die haben nur mehr HP dann wahrscheinlich. Ja, 350 HP, vorher 300. Verstehe. Und das hier ist jetzt auf... Ach, das sind die APs. Benötigte AP 40. Und er hat jetzt 12 für GF-Magie plus 10%, wenn ich beschwöre. Okay. Ganz auswählen, welche Ability. Ja, das weiß ich. Das habe ich gesehen. Aber GF... ich kenne immer Magie plus... Aber was, das ist auch noch was. Im Moment kann ich den ja bei Magic... Bei Magikka, also Magiekopplung möglich... Kann ich den einsetzen? Das heißt dann im Umkehrschluss Magiekopplung koppeln. Hier, koppeln. Der hat jetzt Quetzalcoatl auf Magic. Aber ich habe ja hier nur bei den GFs nur hier. Ich habe hier nur AP, Körper, Magic. HP, Körper, Magic. Das heißt, Quetzalcoatl kann man nur auf HP, Körper und Magic machen, richtig? Ups. Ah, ja. Die, und Shiva geht auf Stärke, Körper und Geist. Ah, okay, alles klar. Ja, ja, okay. Ich brauche mehrere GFs, um alles voll zu bekommen. Okay, verstanden. Okay, pass auf, dann geht Shiva jetzt aber mal direkt hier drauf. Geist plus 20%. Nee, das will ich eigentlich nicht. Magic plus 20% fühlt sich gut an. So. Ist hier draußen eigentlich auch Gegner? Sind das dann andere vielleicht? Oder nur, sieht nur, so, nur im Wald oder was? Ah, nee, hier. Draw unbedingt alles von Bossgegnern. Ja, klar. Also wenn das eh mit Fragezeichen ausgewählt ist, dann eh immer, ne? Dann werde ich das die ganze Zeit machen, bis alle Fragezeichen weg sind. Ganz klar. So, von ihm brauche ich Feuer. Oh, da sehe ich auch schon K für Equipped. Das ist nice. Du siehst ein paar Analyse, weil Analyse braucht man immer mal. Ich weiß echt noch nicht, wie ich das finden soll. Im Moment finde ich es eigentlich noch ganz geil. Ich glaube aber, es kann halt auch viele Nachteile haben. Gibt es wieder sowas wie stehlen? Also Gegenstände von Gegnern stehlen? Gibt es das? Gibt es das wieder? Das würde ja hier ganz gut reinpassen eigentlich, ne? Ja, gibt's. Nice, freue ich mich. Habe ich in den letzten Teilen zu selten genutzt eigentlich, weil da kriegt man halt oft mächtiges Zeugs. Also wenn du sie denen beibringst, okay. Nice. Ein Schweizer Taschenmesser, okay. Ja, dann wird's ja, Kate da ist, dann wird's ja richtig ein Fest bei mir zuzugucken. Mein Fantasy und Isaac. Die nächsten Wochen, Tage, Wochen, ne? Ja, ich hab's auch vorgestellt. Ich weiß gar nicht, wenn man es runterladen kann, aber ich muss damit doch eh arbeiten. Ich weiß gar nicht, wie viel Uhr es rauskommt, ne? Ein Ultra Creed Macmillan wieder die Bude einrennen. Oh Gott, mir graust jetzt schon davon, Ultra Creed zu spielen mit den neuen Chars. Oh Gott. Oder mit so Melee Chars, wie zum Beispiel
The Forgotten oder so. Den neuen Endboss mit diesem Bullet Hell Fight zu spielen und so. Oh Gott. Das wird grauenhaft. Ja komm, so, jetzt ballern wir mal weg und dann haben wir jetzt mal genug gesammelt, ne? Aber es sieht nice aus, das Game, ne? Hab ich nicht drauf geachtet gerade. Die Explosion bei den Hits, ich achte mal drauf. Da war keiner, oder? Ah, das. Okay. Ja, danke. Und bloß mal gucken, wie viel das macht. Okay, 60. Normaler Hit. Bleib ich natürlich immer normal. Yo. Das war wohl auch ein Crit. Aber ich habe den Spezialbalken noch gar nicht gesehen für die Limit Breaks. Das heißt, ich nehme lieber jetzt mit ihm die Vitas, die ich habe. Automatisch bei kritischen Treffern. Ah, bei kritischer HP. Ah, okay. Warte. Das heißt, ich nehme lieber mit ihm jetzt die Vitas, weil bei ihm beeinflusst es ja nichts, ne? Oh, das muss man natürlich, da gibt's geile Kombis. Das heißt, eigentlich darf der Heiler, den ich später als Heiler auserkore, kein Vita gesockelt haben, sozusagen, ne? Damit er nicht schlechter wird, wenn er Vita benutzt. Ah, okay, verstehe. Ich komm rein. Okay, das heißt, ich habe jetzt nur 9 Heal mit ihm, aber im Notfall muss sie halt auch mal ein paar Heals nehmen, ne? Ist okay. Die Mission. Erlangung eines niedrigen GFs, Hilfestellung durch eine Seed-Qualifizierte. Bist du bereit? Ei. Ich bin bereit. Ich leiste Hilfestellung. Quistis. Ausbilder Nummer 14. Quistis Treep. Treppe. Wähle dein Zeitlimit. Überlege gut, was deine Leistung entspricht. Nicht faulenzen und nicht hetzen. Hat 20, oder? Gut, Abmarsch. Oh, sie versperren den Weg. Es läuft schon, die Zeit läuft schon. Ich leiste nur bei Kämpfen den Stellen. Die Führung musst du schon selbst übernehmen. Das beeinflusst deinen Seed-Rang, was wiederum dein Gehalt bestimmt. Stand. Es gibt Schüler, die nicht die gewohnte Leistung erbringen, wenn sie wieder zusammen sind. Scheint wohl meinem Sexappeal zu liegen. Was nennt sich Ausbilder? War doch nur Spaß, wollte nur, dass du dich entspannst. Ja, sehr gut, weiter geht's. Zu viel? Nee, alles gut. Alles gut. Sehe ich ja dann eh, ne? Also ich kann es jetzt nicht ändern. Dementsprechend. Hast mir jetzt ja keine Hilfestellung in dem Sinn gegeben.
Blitzanalyse, ne? Das wäre gleich die Peitsche, ehrlich gesagt. Lol, das wäre Lutscher. Ey, ich bin auch schon total overlevelt, ne? Komm, nett freuen hier, weiter geht's. Ich bin Zeitdruck. Schöne Kulisse, gefällt mir. Okay, man weiß natürlich wieder nicht wohin. Super. Torpunkt entdeckt, Feuer gefunden. Nicht ziehen, wer soll ziehen? Feuer habe ich nicht, das ist scheißegal. Doch Squall hat Feuer ausgerüstet, hä? Okay. Zeit läuft weiter, ja, ich sehe es. Oh nein. Ah, schaffen wir trotzdem. Älter-Attacken, ja. Naja, okay. Und dann nur Feuer ziehen. Noch erstmal Angriff auf die. Ich glaube, die muss man schnell bamsen, ne? Sonst explodieren die. Ja, richtig. Gott, die haben aber richtig viel HP hier. Ich glaube, ich habe noch gar kein Eis. Ja, aber hier steht ja nichts, ne? Steht die HP irgendwo? Schwach gegen, absorbiert. Absorbiert Feuer, klar. Ah, 330, Level 5, okay. Wie komme ich raus? Hallo? Boah, das dauert aber lange. Wander. Arschig bei der Zeit. Mission, ja, ne? Yo. Alles klar. Beim Level Up muss ich aber nichts bedenken, oder? Oh, schon wieder? Beim Level Up mit von dem von. Oh, was haben wir da? Oh, ich hab Eis. Nice. What? Das sah ein bisschen stärker aus jetzt. Was auch immer das war. Ich meine, nur ein Eisspender, ja. Es gibt so einen kleinen Eisverkäufer in einem Bimmelwagen. Boom! Ja, dem anderen hätte ich ein bisschen mehr Eis abziehen sollen.
doch gerne ein Monster. Lass mal Pixel. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Du und Cypher seid eine Klasse für sich. Ihr seid wirklich stark. So, jetzt wird's ernst. Bist du bereit? Ei. Die Frage war wohl überflüssig. Okay. P. Ifrit. Allzu stark. Also, okay. Schwäche gegen was? Wahrscheinlich auch Eis, ne? Scheiße. Komm, zeig's nochmal. Ich hab noch 12 Minuten. Ja, Schwäche gegen Eis. Shit. Fire. Fire. 60 ist okay. Ja, nee, deswegen habe ich es ja nicht gemacht. Das macht doch wenig Schaden bei ihm dafür, dass er eine Schwäche hat. Dafür. Gar keine Zauber machen, ne? Oh nein, ich hab mich falsch geheilt. Ich muss einmal Items rausnehmen. Es reicht, wenn einer Items im Notfall noch nehmen kann, ne? Warum blinkt sie so? Hat sie einen Statuseffekt oder sowas? Ah ne, sie ist einfach dran. Ich bin so blöd. Viel bringen. Wenn er nichts Spezielles kann, dann ist okay. Nicht schlecht für einen Menschen. Ifrit. Feuerfritze nenne ich ihn auch gerne. Heilt er sich? So, ich habe gedacht, er heilt sich. Sah so grün aus.
Und wär's, wenn du jetzt von dem Eis ziehen könntest? Ja, das geht natürlich nicht. Also ich glaube nicht, ich habe gar nicht geguckt, aber ich glaube nicht, ne? Nee, das wäre natürlich Quatsch. Man weiß es nie, man weiß es nie. Vielleicht der linke Fuß oder so. Ja. Bisschen vereist. Eisklumpenfuß, klassische Ifrit-Krankheit. Aber das ist jetzt auch nicht, wenn man ehrlich ist, das ist jetzt auch nicht wirklich komplexer als das mit den Steinchen und so, ne? Also von Final Fantasy VII. Na, es fühlt sich ein bisschen ungewohnter einfach an. Ifrit-Karte. G-Returner habe ich erhalten. 20 AP. Beherrscht nun, okay. Das Ganze beschleunigt hätte? Nee. Wir haben zwar keine Zeit, aber hör mir gut zu. Du hast doch jetzt die GF. Wenn du eine GF koppelst, kannst du Element K einsetzen. Ich erkläre dir mal kurz, was Elemente überhaupt sind. Beim Koppeln können neben Basiswerte wie Stärke oder Magie, wenn du Quistin die GF-Ability gegeben hättest, wo sie noch Shiva hat, aber ich habe ihr doch, ach so, du meinst die Ability, dass sie die nutzen kann. Ach, weil Shiva Eis ist. Ja, gut. Ja, klar. Ja, hast du recht. Auch Elementparameter verändert haben. Da du hier meistens Monster mit Hitzeelementen angreifst, solltest du am besten Eis mit Elementangriff koppeln. Ah, verstehe. Okay. Koppeln. Ja, die Sache ist halt, die Angriff hat sie ja immer. Draw brauche ich auch eigentlich bei beiden, ne? Items braucht einer. Man hat halt nur 4 Commands. Ist halt kacke. Warte mal. Okay, das ist Strength, das ist doch schon mal gut. So. Was halt ganz klassisch Healer, Mega Healer Kämpfer. Ja, das ist richtig. Das heißt aber, er kriegt gar keine Zauber, oder wie? Wenn er keine Zauber hat, dann muss ich den trotzdem drawn, um Mega Healer Magier. Ja. Das gleiche DD halt, ne? Das heißt, ich muss trotzdem Draw behalten, kann aber Magic eigentlich rausnehmen, weil sie heilt. Aber bei ihr ist es so, dass sie Vita momentan braucht. Das heißt, ich müsste jetzt umkoppeln. Das heißt, ich müsste Shiva, müsste eigentlich Quetzalcoatl rausmachen. Quetzalcoatl hier reinbauen. Müsste bei ihm Shiva noch reinbasteln. Zauberkopplung nach Stärke. Ach, das ist optimal. Nein, ich wollte das nicht automatisch machen. Wer hat jetzt Shiva und Ifrit? Das stimmt schon, ne? So. Jetzt Ability. So.
Das heißt, Squall hat jetzt Draw, GF und Zauber braucht er nicht. Item. Warte mal. Ah, und seine Dinger können noch nichts. Und sie. Warum kann ich hier noch nichts auswählen? Jetzt, sie haben doch schon was gelernt. Der hat doch Magic lernen. Hat er nicht irgendwas komplettiert? Nee. Nichts, was ausgerichtet werden muss. Ah, daran liegt's. Doch, guck hier. Ah, nein. GF Magic plus 10%. Okay, verstehe. Und jetzt macht so GF Magic plus 20%. Das ist okay. Dann kann ich mit ihm auch ab und zu mal die GF Magic nutzen von Ifrit und was weiß ich. Shiva hat jetzt halt von Ifrit und Shiva, ne? Und Quetzalcoatl hat die andere Tante. Verstehe. Gut, dann haben wir weiterhin. Jetzt gucken wir nochmal. Sie hat die Abilities. Draw, Zauber und Items. Sie hat halt kein GF. Sie hat eh nur Quetzalcoatl. Ist ja recht gut, ne? Wir haben mehrere Seiten. Ah! Das heißt mehrere Seiten. Komme ich auf die nächsten Seiten? Ah, von den GFs. Ah, dankeschön. Ups. Dankeschön. Nee. Ah, nach rechts drücken. Okay. Anfeuern. Der GF-Angriff wird stärker. Okay. Donnerwandler. Zeug Donner. Ja, okay. Da mache ich jetzt erstmal das Plus. Plus Magic. Ist das dann nur GF Magic plus 10%? Das ist nur für den jeweiligen GF, richtig? Nee, nicht, sorry, alles gut. Gib's mir. Ist das super? Das ist nur für den jeweiligen GF. Ah, okay. Okay, Kältewandler. Was war das nochmal? Erzeugt Wasser- und Kältezauber aus Items. Okay. Genau, das, wenn ich die beschwöre, dann machen die 10-20% mehr Damage dementsprechend halt, ne? Erhöht Geist um 20%. Okay. Und Ifrit, was lernt der gerade? Okay, da kann ich jetzt sagen, ich will, dass Ifrit auch auf HP geht. Das heißt, wenn ich schon irgendeinen habe, den ich jetzt... Im Moment habe ich den auf Stärke wahrscheinlich eingesetzt, ne? EL-Abwehrkopplung möglich. Okay. Müsste ich nochmal gucken. Okay, hier habe ich... Quetzalcoatl auf Magic gekoppelt. Und bei Squall habe ich... Shiva auf Geist. Okay, das heißt, ich müsste jetzt Feuer... Was ist denn das Max? Geist plus 20 wäre was ausrüstbar ist. Ja, richtig. Das werde ich auch hier jetzt machen. Oh shit, habe ich sie da weggemacht. Und zwar Shiva. Werde ich das jetzt lernen? Hi Johnny. Das heißt, ich muss wieder ganz zurück. Ganz raus. Ich muss auf GF Shiva lernen. Und Geist plus 20, richtig? Und dann kann ich das ausrüsten. Ich darf einen Zauber ab, okay. Willst du endlich mal ein gutes Spiel, Gorbi? Ich weiß nicht, ob das gut ist. Ich bin mir noch unschlüssig. So, und ihn habe ich auf Stärke gekoppelt, ne?
Ja, ihn habe ich auf Stärke gekoppelt. Mit Feuer. Weil Analyse bringt nichts. Klar, weil es ja Ifrit ist, ne? Klar, der korreliert halt sehr gut. Oder skaliert gut mit Feuer. Und ist auf Strength gebunden. Wenn ich jetzt noch irgendwas anderes habe, was auch auf Strength ist, wäre ganz cool, wenn er dann auf HP gehen könnte, ne? Wenn die Kopplung lernen, kannst du alle Attribute, die gelernt haben, erhöhen. Wenn wer die Kopplung lernt. Du meinst, wenn Ifrit jetzt die HP-Kopplung lernt, zum Beispiel? Okay, aber ich will die ja auch ein bisschen einsetzen, ne? Deswegen ist das schon okay. Ach, ich kann dann Strength und HP koppeln. Ah, ich muss mich gar nicht entscheiden. Das heißt, ich kann dann zwei Werte erhöhen. Oh, das ist natürlich stark. Das ist natürlich bombastisch stark. Dann machen wir das dann. Und dann müssen wir noch Stärke erhöhen. Oh Gott, so langsam ergibt sich ein Bild. Mist, sorry, was denn? Ich weiß nicht mal, was eh erlaubt ist, also. Hast du schon gespielt, Johnny? Gefällt dir? Mehrmals, okay. Das absorbiert den Schaden durch das Element des gekoppelten Zaubers. Moment. Des gekoppelten Zaubers. Das heißt, wenn ich... Moment. Wenn ich Feuer... Wann? Ich hab... Gekoppelt an was? Also, ich koppel ja zum Beispiel den Zauber jetzt an Strength. Wird dann der, was, welcher Schaden wird dann weggenommen? Lange Zeit mein Lieblingsspiel. Heute immer nur gut. Aber etwas weiter unten im Ranking. Gut. Achso, und wenn ich das dann gekoppelt habe mit dem Feuerzauber, dann heilt mich Feuer. Ah, okay. Werde ich dann sehen. Ja, verstanden schon, ja. So. Ja, guck mal, er macht auch Feuer und hat Eis im Petto. Steht für gekoppelt, also für koppeln stehen. Wenn man so raus? Nein, ich bin noch neutral eingestellt. Ne? Also vom Prinzip haben die Entwickler gesagt, okay, wir wollen nicht noch unnötig irgendwelche Stones oder irgendwas mit reinbringen, sondern wir nehmen die Sachen, die eh schon da liegen. Und das sind halt die Zauber. Ja? Und du musst dich halt entscheiden, nimmst du es, um es zu koppeln oder nimmst du es, um es zu wirken? Ja? Du musst dich halt zwischen einem von beiden entscheiden. Das musst du halt abwägen jedes Mal. Ist von der Idee ganz gut. Wenn wir damals das Lösungsbuch holen, nur weil das System da drin etwas aufgedröselt wurde. Die Lösung habe ich nicht nachgelesen. Okay. Immer
Materia hatten was. Ja, Materia war auch schon gut, aber ich brauche den ganzen Schnickschnack halt eigentlich nicht, ne? Also mir macht das nichts aus, wenn das komplett raus ist. Aber ist schon nice. Nein, er darf ja jetzt gar nicht zaubern. Das heißt, ich muss ja jetzt, da sie jetzt ja mein Heiler ist, darf ich ja jetzt mit ihr Vita nutzen, ne? Weil sie hat Vita ja nicht mehr gekoppelt. Sie hat gar nichts gekoppelt. Warum hat sie gar nichts gekoppelt? Nein, falsch. Koppeln, Zauber. Analyse sollte sie aber eigentlich auch machen. Okay, Analyse ist jetzt nur, ich denke, da muss Blitz rein. Weil Analyse sollte sie ja auch nutzen, ne? Vita auch. Ich mach Blitz rein. Bei der RFs mehrmals entfernen wieder. Ja, ich hab's gesehen, gerade. Okay. Ah, da kann man aber, da kann man echt lange hin und her knobeln. Es ist ein schönes System eigentlich. Gefällt mir eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Ah, okay. Auch schön, dass das K dran steht, dass man immer direkt sieht, was gekoppelt ist, was man also nicht nutzen sollte. Im besten Fall. Wenn es halt anders geht, ist es halt so, ne? Gibt's auch, gibt's Steigerung von Eis? Willkommen bei Pimp My Party. Boah, spielst du Gorby? Original PS1? Nein, das ist Remaster. Ich habe das Original auch hier für die PS1. Würde auch funktionieren. Aber ich habe mich fürs Remaster entschieden. Eisra, ja, das habe ich gemeint. Okay, nice. Und dadurch werden natürlich dann die gekoppelten Sachen auch noch stärker, ne? Boah, Alter, aber. Bisschen übertrieben, ja. Eisgard zum Beispiel auf EL-Abwehr koppelst, heilt dich Eisschaden sogar. Ja, das, also ich habe das verstanden. Ich kann mich nur noch nicht so ganz vorstellen, aber das werde ich dann ja sehen. Ne? Ich hab beide am Blitz ausgerüstet? Okay. Bei der PS1 diese ganzen Tutorials auch schon oder haben die die jetzt erst eingefügt? Das war auch schon okay. Okay, nice. Weil ansonsten ist das sehr schwer, wäre das sehr schwer zu kapieren. Mag ich es kaum glauben. Ja, das stimmt auch wieder. Das stimmt auch wieder. Ah. Was bist du auf den Speed Mode? Das heißt, bis auf den Speed-Mode. Gibt's hier noch einen Speed-Mode, dass man die Kämpfe schneller machen kann, oder was? Ja, gut, klingt gerade. Merkst du an der Rechtschreibung? Achso, okay. Alles gut.
Okay. Und dann kannst du wahrscheinlich Auto-Tag einstellen und sowas, ne? Ich spiele das ja das erste Mal jetzt. Ich spiele das genießen. Auch kein Speed. Aber der Kampf könnte trotzdem ein bisschen schneller gehen, gerade so bei den Trashies. Kann ich mal gucken, ob man das automatisch noch irgendwie hochstellen kann. Aber ich glaube, das steht schon ganz hoch. Vampirzahn. Gut, das hier, diese, eben bei dieser Sequenz, ne, hat sich ein bisschen nach Wham hier allerdings angehört, Last Christmas. Das war jetzt nicht so toll. In dieser Sequenz, gerade beim, nachdem man einen Gegner getötet hat. Neben 70 Blitz. Wo habe ich denn bei ihm Blitz ausgerüstet? Ich habe doch bei ihm gar nicht Blitz ausgerüstet. Wo ist denn jetzt hier Blitz gekoppelt? Das verstehe ich nicht. Bei Abilities oder so? Elementkopplung. Geh mal auf ELK. Okay, warte. Komme ich da hin? Dem hier. Ah, okay. Zu K. Ah, okay. Jetzt hat der Blitz weggenommen. Da kann ich jetzt auch Feuer doppelt koppeln. Wir haben ein Tutorial Blitz. Okay. Ich könnte jetzt aber auch Feuer da drauf koppeln, oder? Geht nicht? Dann wäre es beim anderen weg, oder was? Ah, dann ist es hier weg. Okay, verstehe. Okay. Das heißt, ich mache hier Blitz. Das heißt, ich mache momentan 50% mehr bei, wenn ich Blitzangriffe mache, mache ich 50% mehr Blitzschaden, richtig? Das ist der Attack-Status. Und gegen Maschinen schlecht, gegen Blitzelementare. Ja, okay. Standard, ne? Verstehe. Okay, wie ist das dann bei ihr? Ach, ich depp. Sauber. Also, sie kann da noch gar nichts. Warum kann sie da noch gar nichts? Lass mich überlegen. Weil... Das liegt auch wieder am Koppeln. Und zwar liegt das hier an den Kopplungen. Ah, weil Ifrit da eine Kopplung mit drin hat, richtig? Weil Ifrit damit eine Kopplung gibt. Ifrit kann Erlabwehr lernen. Okay, verstanden. Ja, das habe ich nicht so ganz kapiert. Ich habe das vorhin schon verstanden mit, wenn ich hier drauf gehe, wenn ich das hier lerne. Zum Beispiel... Er hat jetzt nichts, ne? Aber... Hier, der hat EL-Angriff K. Und ich könnte jetzt noch EL-Abwehr K lernen, richtig? Und dann hätte ich nochmal so ein Ding, nur eben für die Abwehr. Das heißt, da kann ich dann Blitzabwehr machen und dann hätte ich 50% weniger Blitzschaden, wenn mich jemand mit Blitz angreift, ne? Gut gegen Blitzelementare, unnötig gegen Maschinen, richtig? So sehe ich das dann. Okay, verstanden. Das System ist schon sehr geil, wenn man sich reinfuchst. Da
Dann aber auch overpowered. Das muss ja aber auch sein, wenn du nicht mehr durch Leveln die Gegner kaputt machen kannst, ne? Ist ja cool. Ja, ich werde mich da nicht super tief reinfuchsen. Ich bin dann eher so, ich will die Story erleben und wenn ich nebenbei dann noch so ein bisschen mich reinfuchsen muss, weil ansonsten die Gegner zu schwer werden, dann ist das okay. Wenn man die Open World hat, kann man seinen Charme maxen. Ja, maxen muss ich nicht mal. Ne? Aber jetzt noch ein bisschen ziehen, klar, um mal zu gucken, was geht, klar. Wird mir hier angezeigt, wenn ich irgendeinen Max habe und nicht mehr drawn kann, wird mir dann oben angezeigt 0. Wird er dann oben 0 Blitz erhalten oder steht dann trotzdem was, aber es wird nicht abgespeichert? Wisst ihr das zufällig nach? Nur weil ich sehe es ja jetzt so nicht, ne? Wenn ihr sagt 99 ist nicht immer das Ende, du kannst es dann nicht mehr lagern. Ah, guck mal hier. Ah, okay. Jetzt check ich's. Okay, danke. Nice. Ah, okay. Er ist also voll. Verstehe. Ah, nice. Ich glaube, 99 ist das Maximum. Ja, sieht so aus. Dann ist ausgegraut. Perfekt. Dankeschön. Optimopti. Da habe ich gerade gesehen. Das ist cool. Das ist cool. Da musst du da nicht jedes Mal in Zauber reingehen vor und oder zwischen den Kämpfen und dir das angucken. Für Wald. Oh, Special Boss. T-Rex. Ein Squash, pass lieber auf. Lauf weg, wenn der Gegner zu stark ist. Zu stark. Item, ey. Alter, 140 schon. Da merkt man halt schon, was das für eine Synergie gibt, ne? Target. Ein Lebewesen, das seit Urzeiten auf dem Planeten lebt. Es hat hohe HP und Stärkewerte. Der Klügere sollte hier nachgeben. Oh, Alter. Stark gegen, ne? Schwach gegen Eis. Okay. Stark gegen Bio, glaube ich, ist das oder so. Okay.
Aber krass, ne? Er macht doppelt so viel Damage. Und der hat bestimmt noch wesentlich mehr Abwehr. Ich denke mal, das war Eis. War das Eis? Dieses Symbol? Wie sieht das Staatschart? Ja, das ist kein Funfact, ne? Das ist ja wichtig. Oh ja. Was ist, wenn er tot ist? Kann ich den heilen? Kann ich die GFs heilen oder so? Wenn die Gaps den Fight für dich retten sollt. Ja. Ja, wahrscheinlich nach dem Kampf kommt er einfach wieder, ne? Ach, mit G-Returner kann ich die holen. Ah, okay. Kann ich sie wieder auferstehen lassen. Äquivalenz zum Phoenix wieder. Okay. Wieder, Entschuldigung, Feder. I see. Die HP von denen sehe ich nicht, oder? Ah, doch, guck mal, hier sehe ich die HP. Nice. Okay. Ja, hab's gesehen, danke. Während sie laden, steht es dann unten rechts, ne? Anstatt meiner Person, ja. Nice. Aber mit normal heilen kann ich sie nicht mit Vita einfach. Leider. Ihr eigenes Zeug, ja. Und die kriegen den guten Stuff, ne? Es lohnt sich hier schon. Hat er echt gut viel AP. Ich hoffe, er gibt auch was Schönes. Zum Schluss. Wahrscheinlich nichts. Eine Phönixfeder. Feder, fertig. Das habe ich noch nicht verstanden mit der Eis-Angriffskopplung. Ach so, du meinst das, also dieses, das was ich mit Feuer habe sozusagen, ne? Durch Ifrit. Das heißt Shiva, beziehungsweise einfach ein Eis. Ja, ich verstehe es. Dann Eis da drauf gelegt auf den Angriff. Echt, da war doch aber nur dieses eine Zeichen, oder? Oder heißt das Zeichen, dass ich... Ich muss hier ein bisschen Gas geben.
Ja, werde ich noch rausfinden, werde ich noch rausfinden. Das Zeichen heißt vom Prinzip, dass ich einen Angriff koppeln kann, egal was. Aber das kann man ja nicht wissen, dass jetzt so ein Gegner kommt, ne? Hat mich Haare gekostet. Ja, ja, klar. Ich grundsätzlich habe ich es verstanden. Ich muss nur noch die Möglichkeiten dann für mich in meinem Kopf zusammenbringen. Oh, scheiße. Falsch geheilt. Habe ich noch mit 6 angefangen? Nice. Ja, okay, verständlich. Ja. Und wenn man dann durch Grinden nicht mal was erreichen kann, ist halt kacke, ne? Aber Final Fantasy 7 ein bisschen einfacher für Kiddies, ne? Da konntest du einfach halt Trash Mobs farmen, bis du halt Max Level hattest und dann alles zernichten. Alles vielleicht nett, aber die für die Main Story. Man sammelt halt Zauber, ja, richtig. Man muss als Kind auch erstmal checken, wie du die einsetzt. Dann finde ich die 10, waren, 10 war noch schlimmer für mein 12-jähriges Gehirn. Oder siehst du dann? Ja, da gibt's glaube ich sowas wie so ein Witcher-Board, ne, wo man Sachen einsetzen kann und dann Synergien schaffen kann und so, ne? Meine ich zumindest, das mal gesehen zu haben. Ja, so ein Skillbrett, ne? Das Einzige, was ich noch gespielt habe, außer natürlich Final Fantasy 14 MMO, war Final Fantasy 13.1. Das habe ich mir zusammen mit der Blazy 3 geholt damals. Und das habe ich ein bisschen gespielt, aber auch nicht weit. Das war mir zu schlauchig. Ja. Das habe ich damals nicht kapiert, was da dran gut sein soll. Gibt es das hier ein Spezialgebiet? Ja, glaube ich. Jetzt kann ich bei ihm drawen. Reihe mochte ich lieber. Habe ich noch nie gespielt. Soll gut sein, habe ich aber noch nie gespielt. Hatte ich noch nie Berührungspunkte damit. Suikoden. Ne, Suidoken, Entschuldigung. Ich hatte halt beim Kumpel damals, ich hatte mit Final Fantasy auch nie was am Hut. Ich habe beim guten Kumpel von mir damals, der hatte einen PC und der hatte Final Fantasy 7 und da haben wir halt eher mehr. Ich habe dann immer mal zugeguckt. Rekord kann ich mir noch gar nichts vorstellen. Wie hieß das denn? Suikoden ist ja eigentlich nur dann dieser japanische Name. Den gibt's doch auch, das gibt's doch auch auf Deutsch. Wie wird denn die Serie auf Deutsch oder in Europa fortgesetzt? Die hat doch da einen anderen Namen, oder? Heißt überall Suikoden? Okay. Aber dann ist da schon ewig nichts mehr rausgekommen, kann das sein? Der Story immer etwas politisch. Gefällt mir. Ich habe, falls euch das was sagt, ich habe privat Xenogears gespielt. War ein super oder ist ein super geiles Spiel.
ist halt auch 90% Laberei und Politik, ne? Game of Thrones der Videospiele, okay. Mit Deutsch patch ja ich auch. Game of Thrones der Videospiele, ja nein. Die Laberei geht? Ja. Achso, du meinst bei Suikoden? Ja, mir macht die Laberei auch nichts aus, ne? Echt massiv HP, ne? Echt krass. Muss die Shiva jetzt her. Masse an Schaden gerückt. Also was schreckt mich immer ein bisschen ab. Deswegen haben wir zum Beispiel das Final Fantasy, das war das mit den Shops, 4 oder so. Nicht so gut gefallen, weil ich mag es nicht so, die Jobs zu tauschen und so. Ne? Geschafft. So, gibt's was Schönes? 8 Zaubersplitter. Das war's. 10 AP. Okay. Ohne Jobs. Okay, aber wenn du mehr Charaktere hast, die jeweils nur einen Shop haben, dann hast du halt auch recht. Dann hast du es auch recht simpel. Ein bisschen. Dann hast du ja genauso viel, ne? Nicht über den Kopf. Okay, das ist nett. Gute Arbeit. Vor der Prüfung solltest du noch etwas wissen. Was war das noch? Die Aufzucht der GF. Daran solltest du immer denken. Wie züchtet man GFs? GF-Level steigt durch EXP, Erfahrungspunkte. Abilities hingegen erlernen die GFs durch AP, Ability Points. Punkte, Entschuldigung. Was sind EXP und AP? Hat er 6 Plätze, gibt Kämpfer, die in den hinteren Reihen gut sind, Frontkämpfer, Magier, Hybriden, okay. Also schon ein bisschen taktischer jetzt als bei Final Fantasy, ne? XP bekommt man durch Kämpfe, der GF-Level steigt dabei automatisch. AP bekommt man ebenfalls nach Kämpfen, also passiert eh alles automatisch. Welche Abilities dadurch erlernt werden, hängt natürlich vom Spieler ab. Jedoch vom Spieler ab. Daher sollte der Lernprozess gut überlegt sein. Wir schauen uns den Lernprozess Schritt für Schritt an. Okay, warum habt ihr mir das erklärt, wenn ich es jetzt nochmal gesagt bekomme? Nein, alles gut, war nur Spaß. Sobald man im Menü den Punkt GF anwählt, erscheint eine Liste der verfügbaren GFs. Wenn man zum Beispiel Shiva auswählt, werden die Leistungswerte von Shiva angezeigt. Hier werden Verhältnisse zum Charakter, Level und andere Parameter gelistet. Freundschaft zu, wie geil ist das denn? Das habe ich gar nicht gesehen. Durch die Auswahl Lernen erscheint eine Liste mit den Abilities von Shiva. Meist suchst du im Spiel eine Kernparty aus. Wechsel den Drang zum Sammeln. Ja, das ist okay. Ich kenn's nur von Final Fantasy 4. Da war es mir halt ein bisschen so. Bei manchen Bossen, entweder du hast sie massiv overlevelt oder du musstest halt den richtigen Job nehmen, der dazu passt zu dem Boss. Und das war manchmal ein bisschen schwer rauszufinden, finde ich. Ne? Man hatte nicht so gut die Anhaltspunkte. Welchen Job brauche ich jetzt unbedingt? Deswegen habe ich auch noch so ein bisschen Angst vor Bravely Default 2, weil man das ja, weil es da ja identisch ist. Aber es soll dort so sein, dass man eher darauf gestoßen wird, wie geht's besser, ne? Das ist da eher selten, okay.
Die Fähigkeiten in Weiß, zum Beispiel Stärke-Ka, sind Abilities, die Shiva bereits erlernt hat. Die in Grau wie Körper-Ka hingegen, welche, die noch nicht erlernt worden sind. Die erste Zahl neben der grauen Ability zeigt die bisher gesammelten AP. Die nächste Zahl zeigt die benötigten AP, um die Ability zu erlernen. Ja, ich hätte nicht erklären müssen. Die Werte neben Körper-Ka besagen, okay, das ist ja klar, dass man bisher 0 von 50 benötigten hat. Oh, das wird jetzt aber bis ins Detail aufgedröselt hier. Und zum Beispiel EL-Angriff, das heißt Elementarangriff. Was heißt K? Elementarangriffskopplung zu erlernen. Bewegt man den Cursor über Elementarangriffskopplung. Das heißt, Elementarangriffskopplung ist das, was ihr vorhin oder du vorhin gesagt hast mit, dann kann ich einen Elementarangriff koppeln. Welchen ist egal, ne? Und Elementarangriff ist halt Eis, Feuer und so weiter. Und bestätigt die Auswahl. Blink. Elementarangriff Kopplung wird anschließend von Shiva erlernt. Die danach erworbenen AP werden für die Ability Elementarangriff Kopplung gesammelt. Dort ist es dann aber egal, wie viel ich habe, oder? Dort ist es egal, ob ich jetzt 50 oder 100 mal Eis habe, wenn ich Eis damit kopple. Sobald die benötigten AP von 160 erreicht sind, eignet sich Shiva diese Ability an. Ist auch wichtig. Aber das heißt ja, um es zu koppeln, muss ich ja jetzt zum Beispiel Feuer nehmen, ne? Und wenn ich dann aber Feuer nutze, was ich ja mache, weil ich es ja gekoppelt habe, wird es mit der Zeit im Kampf immer schlechter. Ne? Das heißt, meine ersten Angriffe sind stärker im Vergleich zu meinen letzten. Wie ist es denn mit, wenn ich Feuer habe, 99, und Feu-Ra oder Feu-Ga vielleicht zum Beispiel. Das ist ja alles das gleiche Element. Das heißt, ich kann Feuer reinsetzen, kann aber Feu-Ra nutzen. Oder werden da Feu-Ra, Feu-Ga und Feuer zusammengerechnet, wie viel ich da habe? Fragen über Fragen, ne? Nachdem eine neue Ability erlernt worden ist, wird eine andere als die zu erlernende Ability festgelegt. Die sind separat. Das heißt, auch wenn ich Feu-Ra ausrüste, wird auch nur Feu-Ra stärker. Und nicht alle Feuerangriffe. Aber ja, nur den Bonus auf Feu-Ga. Oder? In dem Fall. Oder auf alle Feuerzauber dann. Welche Ability neu zukommt, hängt stark davon ab, welche zuvor erlernt wurde. Ach, mein physischer, also mein Melee-Hit hat, der hat ein Feuerelement. Ah, jetzt verstehe ich das. Es wird also nicht Feu-Ga stärker, sondern die Ability, also mein Melee-Hit. Das heißt, deswegen wäre vorhin auch ein Elementarangriff-Kopplung mit Eis gut gewesen, um im Melee-Hits mehr Eisschaden zu machen. Welche Ability erkennt schon, welche erlernt wurde? Jetzt habe ich verstanden. Die Reihenfolge des Lernvorgangs beeinflusst die GF-Leistung. Da ist es empfehlenswert, immer in diesem Menü selbst die zu erlernende Ability auszuwählen. So viel zur Aufzucht von GF. Viel Erfolg. Ja, das werde ich mir dann mal in Ruhe zu Gemüte führen, wie ich das für mich dann plane. Da tut einem ja der Kopf weh. Nö, geht eigentlich noch. Ab in dein Zimmer und hinein. Am Mittwoch wird es viel schlimmer, Johnny. Wenn du die ganzen neuen Items bei Isaac lernen musst. Man muss ja die Stärken und Schwächen des Gegners beachten. Ja, das ist wichtig, das stimmt. Das ist schon taktisch, das stimmt. Man muss sich aber auch selbst erstmal im Klaren werden, wie man seine Gruppe aufbaut, ne? Oh Gott, bin gespannt. Ja, ich auch. Ab in dein Zimmer und hinein in die Uniform. Wir treffen uns in der Eingangshalle. Ist klar. Ab
Apropos Isaac, hast du geguckt? Ja, habe ich geguckt, aber ist halt ist mir zu teuer, ne? Klar. Werde ich mir vielleicht irgendwann gönnen für die Sammlung. Aber ich werde es dann auf der Switch eh nicht spielen, weil ich ja alles schon auf dem PC freigespielt habe. Leute, die Mod gespielt haben, auf der es basiert, haben weniger Probleme. Ich habe die Mod gespielt, aber ist schon ewig her. Aber wenn es 1:1 umgesetzt wird, habe ich schon ein bisschen Know-how, ja. Gibt eine 3DS-Version oder eine Vita-Version von The Binding of Isaac? Oder wie? Oder was? Crazy. Gab's aber ohne DLC, okay. Da wird schon noch was mehr kommen. Du meinst mehr als die Anti-Birth-Mod? Ja, auf jeden Fall. Ja, jetzt schon klar, ne? Gibt ja wesentlich mehr Boss und so jetzt schon angekündigt, als es in der Mod gab. Also hat die Version auch gespielt. Aber die war scheiße wegen dem zweiten Stick. Der ist so doof. Ach, dieser kleine Bömmel. Der da. Der hier, oder was? Ja, der ist... Aber es ist gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Weil ich habe ja hier den hier. Aber da ist halt kein New. Und da ist ja die Capture-Karte drin. Und der hat den halt überhaupt nicht, ne? Und da ist halt echt ein Problem. Gerade wenn du halt... Ich habe ein bisschen Monster Hunter da drauf gespielt. Und wenn du dann nachziehen musst mit der... Dann musst du halt hier die gleiche Seite hier benutzen, ne? Dann musst du ja hier unten drunter das benutzen, neben dem Schiebestick. Und das ist halt auch kacke. Aber ja, zum Isaac-Spielen ist dieser kleine Bömmel schlecht, ja. Jetzt auf die iOS-Version. Ja, das will ja auch keiner spielen, ne? Wie kann man jetzt ja zweiten Stick kaufen? Also das hier ist ein... Das hier ist ein 3DS XL, aber kein New 3DS XL. Wie sieht das dann aus? Ist das ein Adapter, der auf der Seite draufgeklickt wird oder was? Weil ich habe mir schon überlegt, wenn ich mit Majora's Mask damit zocken will, dann wäre das schon ganz nice, ne? Um die Kamera halt immer hinterher zu ziehen. Sonst musst du das immer über Targeting machen und so. Ist wie so ein Gehäuse. Ist das komplett geschlossen? Weil ich habe ja... aber da könnte ich auch was machen. Weil hier hinten ist ja ein separater Anschluss für die USB-Capture-Karte, die in meinen PC geht, ne? Den Link geschickt? Dankeschön. Guck ich mir mal an. Der Stick auf dem New 3DS ist aber auch nicht der Rede wert. Ja, aber du kannst zumindest, ohne mit der linken Hand umzugreifen nach unten, die Kamera drehen, während du läufst. Ja? Und ich fand das sogar auf dem hier, also bei Monster Hunter ganz nett. Ich habe nicht so viel gespielt, 2-3 Stündchen oder so, aber fand ich eigentlich ganz nett. Speichern nochmal, ich weiß nicht, ob ich gespeichert habe. So, ich soll in mein Quartier gehen, ne? Sparkassenkunde. Hey, kann ich auch nochmal. Ich war recht viel Scheiß. Ja. Ja, hier brauche ich jetzt nicht nochmal speichern. Kann ich mich hier ausruhen? Ja, umziehen, klar. Mein Running Gag. Ja, wenn du zwei Leute im Chat schreiben, dann bist du auch sehr oft dran. Dann nimmt meistens jemand, der oft schreibt. Hallo? Darf ich nach unten laufen? Muss ich hier nach rechts raus? Ich muss hier nach rechts raus, oder? Ja, okay. Stimmt, ihr wisst es nicht? Nein. Korrekt. Nee, die sind heute gar nicht da. Ich weiß gar nicht, warum. Gut, bei Tobi weiß es, denn seine Freundin ist da. Der hat keine Zeit für mich. Verständlicherweise. Bei Kazuo weiß es nicht.
Entweder hat er nicht so Bock auf Final Fantasy oder er ist im Lurk oder ich weiß nicht, ich lasse mir nie anzeigen, wer da ist, ne? Ich will das gar nicht wissen, wie viele Zuschauer ich habe oder wer da gerade zuguckt und reinkommt. Das ist Pros Before Hoes geworden. Hast du auch wieder recht, ne? Ist echt schwach. Müssen wir ihn mal rügen, wenn er das nächste Mal wieder da ist. Ja klar, so viele Stammzuschauer habe ich ja nicht, ne? Da ist extra eine Fußmatte. In dem Spiel aber ätzend mit Übergängen. So meinst du hier, wie man... Ja, okay, aber ist ja nicht so schlimm. Das Kidding? Ja, weiß doch. Hier ist die Zusammenstellung für den Testeinsatz. Du bist zusammen mit... Xell Dinicht. Das ist der etwas lebhafte Typ. Der nervt nur herum. Können wir die Zusammenstellung ändern? Das geht nicht. Xell Dinicht. Cooler Dude. Yo, wir sind zusammen. Sind wir zusammen? Auch bei Xell lassen sich Einstellungen im Statusmenü vornehmen. Wenn man im vierten Fenster die Duellfunktion auf einstellt, werden seine Kombos automatisch ausgeführt. Ja, bitte. Ich fange jetzt doch hier nicht an, hier den Killerinstinkt zu machen. Die angewandte Spezialtechnik wird dabei zufällig ausgewählt. So viel zu Xells Spezialtechnik. Bisschen wie der Ninja aus 4 oder so. Guckst du, ich habe Zähne. Ja, und richtig schön hat er, ne? Korrigatabs. Du scheinst ja mit Cypher nicht auszukommen. Ja, ich habe ein bisschen mit ihm gebattelt, aber das war's doch. Heute früh hast du dich mit ihm gestritten und abgelost, oder? Haben die damals schon, 1999, gesagt, abgelost? Wirklich? Das war kein Streit, wir haben trainiert. Das glaubst nur du. Cypher will dich doch nur ärgern. Du darfst dich nicht provozieren lassen. Was geht dich das an? Hört mal. Der Cypher, er ist euer Truppenführer. Truppenführer, er? Keine Änderung möglich. Cypher, bist du hier? Cypher? Hat der denn da dabei? Die Leibgarde Fuchin und Raichin. Der komplette Ordnungsdienst. Du bist der Truppenführer. Viel Glück. Questentrieb. Ich mag es nicht, wenn man mir viel Glück wünscht. Wir brauchen nur Leute, die nichts taugen. Verstehe. Viel Glück, Cypher. Geil. Ab ins Zimmer. Setz Quistis auf die Liste. Abschlussliste oder was? Die Liste? Was wohl da drin steht? Okay, Leute. Ihr seid der B-Trupp. Ich bin der zuständige Ausbilder. Achtet auf Teamwork und zieht die Prüfung erfolgreich durch. Teamwork bedeutet, dass ihr mir nicht in die Quere kommt. Das ist Regel Nummer 1 des B-Trupps. Vergesst das nicht, klar? Direktor Sid? Oh, jetzt kommt er. Wo ist Sid? Sind alle beisammen? Wo ist Sid? Hallo, wie sieht der denn aus? Schön, Sie zu sehen. Ich bin Direktor Sid. An dieser Prüfung nehmen 12 Personen teil, ausgegliedert in Trupps A bis D. Der Ort, wohin sie sich nun begeben, ist ein reelles Schlachtfeld, die Kämpfe sind ebenso real. Eine Welt, wo Leben und Tod, Sieg und Niederlage, Ruhm und Schmach direkt dicht beieinander liegen. Das alles wird sie begleiten, eine Welt, die sie bisher noch nicht erlebt haben dürften.
Also sieht's aus. Nun, empfindet jemand Furcht? Es werden 9 reguläre Seeds teilnehmen. Auch wenn sie nicht überleben sollten, werden die Seeds die Mission erfüllen. Diesbezüglich brauchen sie sich also keine Sorgen zu machen. Die Spezialeinheit Seed, der Stolz des Balampgard. Lernen Sie von ihnen und befolgen Sie deren Befehle, bestehen Sie die Prüfung. Sie müssen uns nicht davon überzeugen, dass Sie als Seed geeignet sind. Wer guckt das Seed? Es wird langsam Zeit. Action. Warum läuft er jetzt weg? Warum läuft Cypher weg? Oh, Entschuldigung. Ah, kann mitlaufen. Ich habe noch keine Ahnung, was so der Sinn des Ganzen ist, ne? Hey, Squall! Zeig mir deine Gunblade. Komm, nur einmal. Bitte, bitte, bitte. Cell heißt der, okay. Cell, Cypher, Quistis. Okay, okay. Ich hab verstanden. Du bist eine pingelige Sau. Genau das bist du. Alter, was ist denn das hier für ein Wortwahl? Hey, sag doch was. Du denkst... Was denkst du dir überhaupt? Nichts. Nichts. Ist echt ein bisschen hyperaktiv, der Typ. Finde ich drum. Hasenfuß. Was hast du gesagt? Reicht jetzt. Kinder, Kinder, ne? Wisst ihr's? Wer war das Mädchen auf der Krankenstation? Ach, die durchs Fenster reingeguckt hat? War da jemand? Mir ist niemand aufgefallen. Ist irgendwas passiert? Nein, nichts. Grandios. Mein Team besteht aus einem Hasenfuß und einem Chigolo. Ja, das sind die Steuernde von PKWs. Oh, shit. Wo soll ich eigentlich hinfahren? Ich meine, ich fahre jetzt mal entlang. Mit dem Spiel los? Was ist aus Final Fantasy geworden? Da ist das Schiff. Jetzt gibt's kein Zurück. Hast du etwas Schiss? Ihr seid die Letzten. Steigt ein. Tempo. Gardenoffizier. Täusch mich nicht. Okay. Beeilung, Beeilung. Ja, die sind ja richtig, Beeil dich, Squall. Ja. Einsteigen. Tempo. Ihr seid also der B-Trupp. Die Ausbilderin ist zu jung. Ach, die denken sich. Hallo? Und rein. Schuh.
Show. Hi, Quistis. Das hier ist der Betrug. Hallo. Hi. Das wievielte Mal, Cypher? Ich mag halt. Erläuterung der Lage und die Missionsbeschreibung. Setzt euch. Der Auftraggeber ist das Dollet-Parlament. Der Auftrag wurde vor 18 Stunden an die Seeds weitergeleitet. Dollet wird seit 72 Stunden von den Galbadianern angegriffen. 49 Stunden später hat Dollet die Innenstadt aufgegeben. Zurzeit befinden sie sich in den Bergen und reorganisieren ihre Truppen. Soviel zur aktuellen Lage. Jetzt kommt die genaue Missionsbeschreibung. Die Galbadianer planen jetzt die komplette Beseitigung der Dolletschen Restverbände. Wir werden am Luktan-Strand anlegen. Wir beseitigen die Galbadianer und befreien die Innenstadt. Wir, die Seeds, werden uns in der Zeit auf ein feindliches Gegenoffensive vorbereiten. Ach, wir sind sozusagen Kanonenfutter und sollen Zeit verschaffen. Und was müssen wir machen? Die Seeds-Anwärter sollen die Stadtbereiche säubern, den Stadtbereich säubern. Eine wichtige Aufgabe. Langweilig. Wir müssen also den Müll beseitigen, hm? Ach ja, das versteht sich zwar von selbst, aber ein Rückzugsbefehl hat höchste Priorität. Vergesst das nicht. Wir werden bald anlegen. Gleich nach der Landung beginnt der Kampf. Bereitet euch gut vor. Das war's. Wendet euch an Quistis, wenn ihr noch Fragen habt. Nichts machen. Wir legen gleich an, haltet euch bereit. Verstanden. Ja, ja. So, Squall. Schau nach, was draußen abgeht. Er ist mein Truppenanführer, ich muss gehorchen. Du hast es begriffen, ich bin schließlich der Truppenführer. Darf ich gleich ins Menü? Ich würde die anderen gerne noch ausrüsten oder so. Cypher? Ja, dann gehe ich halt mal aus. Ach, das ist der, ein Planet, der sich im Meer spiegelt. Aha. Last Call Ryan. Sieht's aus. Geiler Film übrigens. Richtig Action hier im Tutorial-Level. Ich bin super müde. Na, lange mache ich es nimmer. Aber die Mission gucken wir uns noch an. Der Betrub ist für den Marktplatz zuständig. Vor dem Kampf solltet ihr checken, ob die GFs gekoppelt sind. Das wollte ich die ganze Zeit schon machen. Wir gehen. So. Koppeln. Koppeln. Yes. Ach so. Quistis ist ja jetzt aber gar nicht dabei, ne? Die Girlfriends. Ist Quistis jetzt dabei oder nicht? Nee, ne?
kann ein Xell eigentlich? Wo sehe ich denn jetzt, was er kann? Er ist auf der Ersatzbank, so sehe ich das auch. Status Xell. Er kann einfach nur Angriff. Ach, der kann das Zeug hier. Cypher. Die Kombos sind auch Limit Breaks. Okay, soll der aber automatisch einsetzen. Ja, das kenne ich auch aus irgendeinem, ich weiß gar nicht mehr, was das war, aus Final Fantasy 5 oder so. Da musste man es aber manuell machen, aber da konnte man es auch auswählen. Ne? Nicht als Limit Break, sondern wirklich auswählen. Spezial aufräumen. Okay. Final Fantasy 6 war das. Ja, es verschwimmt alles. Alles schon so ein bisschen länger her, ne? Kann sein. Damn. Ja, Cypher ist, glaube ich, auch so der Nahkämpfer. Ich mache dann Selma zu meinem Heiler vom Prinzip. Goblin, yes. Magic. Okay, Zauber. Er hat halt ja gar nichts jetzt, ne? Der ist hier mit einem Veteran. Jetzt habe ich Angst. Er hat ja noch gar keine Zauber. Aber auf jeden Fall Draw. Items. Es gibt auch hier halt keine Ability. Passt ja auch, ne? Das hier könnte ich was anderes hinlegen. Habe ich ja aber momentan nicht, ne? Er hat jetzt ja gar keinen mehr. Ich kann jetzt ja nichts mehr hier reinmachen. Ich kann auch keine Zauber ausrüsten. Aber die Zauber wirken kann ich ja trotzdem, wenn er jetzt irgendwas zieht, ne? Planlose Altherrenstimme. Also damals in den 90ern, wir hatten ja nicht kein Autos. Auto. Ach, keine Autoshaves. Keine Turbofunktion, nichts. Ja, Memory Card gehört dazu, das ist klar. Okay, das heißt aber. Ich kann aber jetzt auch keine Abilities einsetzen, richtig? Warum kann ich bei ihm keine Abilities einsetzen? Muss man mindestens eins haben, um Abilities einzusetzen? Muss man mindestens ein GF gekoppelt haben, um Abilities einzusetzen? Ach ja, weil ja die Abilities vom Dings abhängen, ne? Ups. Weil die... Ach ja, okay, krass. Okay, warte mal. Das heißt, ich muss jetzt eins von von Squall wegkoppeln. Ja, mein Feuer brauche ich auf jeden Fall. Das heißt, Cypher... Dafür musstest du keine Games auf der Konsole installieren. Das war damals der Grund, die eine Konsole schreiben. Ja, einfach reinstecken, los geht's, ne? Nix mit Day One Patch. Er hat noch keine Zauber, kann ich nichts machen, aber Abilities sind ja wichtig, ne? Raw. Aber er hat keine Items, ne? Ah doch, er hat Items, okay. Status von Cypher wollte ich mal noch gucken.
dann aufräumen, was auch immer aufräumen ist. Ja, der lernt das mal noch fertig. Ja, Geist ist auch okay. Und der lernt HP, damit ich es doppelt einsetzen kann. Richtig kaputte Games, die ein Patch nötig gehabt hätten. Digimon Worlds. Was hast du das gehabt? Ja, dafür waren diese Spiele aber auch recht schnell bekannt, ne? PS1. Okay. Für den Preis sind wir, der Trupp A, zuständig. Keine Feinde zu sehen. Für Privatgespräche gibt es Minuspunkte. Sprich also mich also nie an. Deutsche Version war noch kaputter als die anderen. Keine Ahnung, nie Kontakte mit Pokémon oder Digimon gehabt. Oh, der hat einen Fight. Das heißt ja, ja klar. Das Spiel war nicht zu beenden, aber das ist natürlich auch krass. Wer heilt denn jetzt eigentlich? Ich muss mal einen Vita sammeln. Das macht Xell dann, ne? Wer hatte Shiva? Aber das bringt mir ja gar nichts, ne? Ich muss erstmal ein bisschen jetzt. Ich farm jetzt hier, glaube ich, noch ein bisschen und dann speichere ich nochmal ab. Sekunden 2 wurde in der deutschen Version teilweise ganz englisch, französisch. Das gibt es aber heutzutage auch teilweise noch, ne? Aber es kann dann halt nachgepatcht werden, ja, das ist richtig. Der Cypher ist dran, ne? Mit Cypher will ich das nicht. Wieder das Cell. Marcel hatte doch. Ach nein, zum Cypher den Heiler machen, das wollte ich eigentlich gar nicht. Naja. Kettenpost, ja. Aber warst du bei Dings dabei? Bei Castlevania 64? Hast du das mal gesehen? Die haben Power-Up mit Postenladen übersetzt. Warum auch immer. Was ist ein Sanitöter? Ich wollte noch mal was gucken. Und zwar. Jetzt habe ich natürlich keinen. Ah, doch. Geht noch nichts hoch. Okay. Ein unfähiger Sanitäter.
Ja, eigentlich hätte ich eher dann... Muss halt erstmal noch ein bisschen was sammeln, ne? Man kann es auch nicht hin und her geben, oder? Fest in der Brust. Ja, geil, ne? Bearbeitungsprotokolle. Logisch. Zeit gibt's hier denn? Okay. Es bringt noch nichts, wenn ich koppel. Ja, ich brauche mehr Zauber, ja. Ist das jetzt Cell? Leider los. Okay, Dice, bye bye. Bis morgen zu Isaac, übermorgen zu Isaac oder die Tage halt, ne? Naja, alles gut, ne? Ich hab's ja verstanden. Zauber jetzt mal maxen. Dann weiter gucken. Doch, man sieht schlecht, wer dran ist. Auch wenn es da leuchtet und man es drüber hat. Ich kann es noch nicht so gut zuordnen. Das kommt mit der Zeit. Hat der überhaupt was? Oh ja, jetzt. Ganze 11 Schaden.
sollte auch Troy immer auf der gleichen Ebene haben bei allen Chars. Sonst kriegt man durcheinander. Kann ich ja entspannt offstream maxen alles, ne? Damit man da bestmöglich durchkommt. Ich weiß ja auch gar nicht, ob die Charaktere jetzt bleiben oder nicht. Wahrscheinlich eher nicht, ne? Ja, schon. Wie lange haben wir jetzt gespielt? 3 Stunden? 2,5 Stunden. Ja, nice. Ja, mir gefällt's. Mir gefällt's. Das ist ein schönes Spiel, ne? Ist mal jetzt schon ganz anders, ne? Ist ja wirklich ganz, ganz anders als die Final Fantasy, die man vorher gespielt hat. Komplett andere Ansätze. Aber cool. Ja, mal gucken, wie es weitergeht.